Okay, liebes Internet, ich begrüße euch sehr zum ersten Vortrag heute Abend hier im Curry Club über initiale Algebren. Wer herausfindet, was das Hintergrundbild mit dem Vortrag zu tun hat, soll das bitte in den Kommentaren posten. Okay, wir fangen an mit einer ganz, ganz kleinen Erinnerung. Schrägstrich das erste Mal, dass ihr das seht, nämlich Fixpunktgleichungen. Die gibt es in der Mathematik nämlich recht häufig und wir werden heute eine Stufe cooler als Fixpunktgleichung untersuchen. Was ist eine Fixpunktgleichung? Fixpunktgleichung ist sowas, ist eine Gleichung der Form x ist gleich und auf der rechten Seite kommt halt wieder das x vor. Also Gleichungen, die einfach schon so aufgelöst sind, dass da vorne schon das x steht, eigentlich gut, ne? Dann wäre man schon fertig, aber rechts hat man das x halt auch nochmal. Ganz viele Gleichungen kann man auf diese Form bringen und die sind aus verschiedenen Gründen besonders interessant im Vergleich zu anderen Gleichungen, die nicht Fixpunktgleichungen sind. So eine Fixpunktgleichung kann keine Lösung haben, sie kann eine Lösung haben, sie kann viele Lösungen haben, das hängt immer von der Gleichung ab. Es gibt auch ein paar allgemeine Sätze, die einem garantieren, dass es immer Lösungen gibt. Und hier habe ich einfach mal ein Beispiel mitgebracht, nämlich was ist, wenn f hier rechts die Quadratfunktion ist? Das ist diese lilane Linie hier. Dann kann man sich fragen, was sind Lösungen der Gleichung x gleich Wurzel x? Wann ist es der Fall, dass die Wurzel aus der Zahl wieder genau die Zahl ist? Und denkt mal ein bisschen drüber nach und dann merkt man, da gibt es zwei Möglichkeiten für, nämlich 0 und 1. Wurzel aus 0 ist nämlich wieder 0, Wurzel aus 1 ist wieder 1. Das sind die einzigen beiden Fixpunkte von dieser Gleichung. Der eine ist der kleinere, der andere ist der größere. Und das kann man bildlich eben daran erkennen, dass man die Winkelhalbierende malt. Das ist die blaue Linie, das ist die linke Seite der Gleichung x. Und dann schaut man halt, wo die sich schneiden. Weil da, wo sie sich schneiden, haben sie halt denselben Wert, also da gilt die Gleichung. Und insbesondere in der theoretischen Informatik jetzt gibt man dem kleinsten und größten Fixpunkt jeweils noch spezielle Bezeichnungen, nämlich der kleinste heißt μ f und der größte μ f. Griechisch ist es μ. So, das sind Fixpunktgleichungen. Wir machen es jetzt aber eine Stufe krasser, nämlich Fixpunktgleichungen, eher sowas wie Fixpunktisomorphien. Also wenn man Zahlen hat, ja, dann kann man sehr gut formulieren, dass die beiden Zahlen gleich sind. Aber wenn man Datentypen hat, dann sollte man niemals darüber reden, ob zwei Datentypen gleich sind. Das ist eine vollkommen komische und langweilige Frage. Man sollte immer darüber reden, ob Datentypen zueinander isomorph sind. Ob man verlustfrei von dem einen Datentyp zu dem anderen kommen kann, ja oder nein. Wenn das der Fall ist, dann schreibt man das mit so einem Isomorphiezeichen und dann sieht diese Gleichung eben so aus. Groß X ist ein Datentyp. F von groß X ist ein anderer Datentyp, der aber aus dem X irgendwie gebastelt wurde. Und man untersucht jetzt allgemein so die Frage, hey, wann sind die beiden Datentypen, die da rauskommen, isomorph oder nicht? Wir werden noch ganz viele Beispiele dafür sehen, also das wird ganz verständlich werden in Kürze. Was wir dann sehen werden, das ist quasi schon mal so ein bisschen Vorwegnahme vom Vortrag, initiale Algebren verallgemeinern kleinste Fixpunkte und terminale Koalgebren verallgemeinern größte Fixpunkte. Das sind dann genau zueinander duale Begriffe im Sinne der Mutter aller Dualitäten, wie man sie in der Kategorientheorie hat, zwischen Nicht-Ko und Ko. Ja? Pfeile umdrehen. Und jetzt ein bisschen konkretere Motivation für den Vortrag. In Haskell schreibt man ja gerne sowas. Ja, man definiert sich einen neuen Datentyp, einfach so in einer Zeile. Das ist ja auch eine der tollen Sachen bei Haskell. Aber die Frage ist, was passiert denn dann eigentlich wirklich? Was meint man wirklich, wenn man dann im Folgenden Nat schreibt? Das ist nicht so ganz klar. Und ich war zum Beispiel sehr glücklich in der Präsentation von Makarios vom letzten Mal, glaube ich, in Isabel. Das war da nur ein kleiner Punkt am Rande, aber ich fand den ganz toll. Da hat er nämlich gezeigt, dass man Isabel nicht nur Datentypen hat, sondern auch Co-Datentypen hat. Das ist eine Unterscheidung, die konzeptionell sehr wichtig ist, die in Haskell aber untergeht. In Haskell kann ich nicht Co-Data schreiben, da schreibe ich einfach immer nur Data. Und wir werden den Unterschied auch so ein bisschen herausarbeiten und dann im Folgenden eben sehen. Kleines Disclaimer für die Leute, die es ein bisschen genauer mögen. Zunächst arbeiten wir naiv. Das heißt, wir sagen, wir haben keinerlei Bottoms. Alle Programme terminieren immer. Alles ist immer strikt, wie in der Mathematik quasi. Und alles ist immer endlich. Das heißt, hier drin zum Beispiel, manche von euch sehen da gleich schon so einen unendlichen Wert, nämlich Successor vom Successor vom Successor und so weiter ohne Punkt und Komma. Aber darüber wollen wir gerade nicht reden. Wir tun so, das machen wir am Ende nicht mehr, aber momentan tun wir so, als ob das hier eine Deklaration wäre für einen endlichen Datentyp. Also wo die Werte des Datentyps jeweils endlich sind und nicht irgendwie rekursiv unendlich so schlagen. Okay?
Gut. Ja, dann fangen wir einfach mal an und versuchen zu verstehen, was eine Algebra ist, in diesem Sinn. Algebra ist ein Wort mit vielen Bedeutungen und hier hat es eine ganz konkrete bestimmt. Ich gebe euch kurz Zeit, um das einfach mal kurz durchzulesen. Das ist schon wieder Kategorientheorie, Sprech und... Du kennst mich viel zu gut, Ritsche, ja. Wenn Objekte und Morphismen, das hatten wir. Genau, ja, richtig. Aber ich habe es auch immer mit Haskell übersetzt und es wird keine Schwierigkeiten haben. Ich brauche keine Kategorientheorie-Vorkenntnisse. Also, was ist eine Algebra? Algebra für einen Funktor. Ja? Funktor ist auch, gehört das dazu zum Konzept. Für jeden anderen Funktor gibt es immer einen anderen Begriff von Algebra für diesen Funktor. Okay, also zunächst mal, das geht nur für Funktoren, die in einer Kategorie starten und in derselben Kategorie wieder enden. Solche Funktoren heißen auch Endofunktoren und sind bekannt aus dem üblichen Witz, was Monaden denn eigentlich seien. Ne? So, wir können uns dafür darunter einfach einen ganz normalen Haskell-Funktor vorstellen. Ein Typkonstrukt, ein Haskell, welcher Mitglied ist von der Funktor-Typklasse. Rechts neben so einem Haskell-Funktor kann man den Typ schreiben und dann kommt ein neuer Typ raus. So ist es bei Funktoren. So, also wenn man so einen Funktor hat, kann man sich fragen, was eine Algebra für diesen Funktor ist. Und die Definition steht jetzt eben hier. So eine Algebra besteht aus zwei Teilspezifikationen. In der Informatik würde man dann auch oft sagen, dass eine Algebra ein Paar ist, bestehend aus dem und dem. Ja? So, der eine Bestandteil ist einfach irgendein Objekt in der Kategorie. Und der andere Bestandteil ist ein Morphismus in derselben Kategorie, welcher nicht von irgendwo nach irgendwo geht, sondern wo das schon konkret vorgegeben ist, nämlich das Zielobjekt muss das Objekt 4 sein, was man dort hatte, und das Quellobjekt muss wirklich f von a sein, also das Ergebnis, wenn man a in den Funktor steckt. Wie sieht das in Haskell aus? Also in Haskell würde das bedeuten, dass man irgendeinen Typ hat, irgendeinen Haskell-Typ, und dann irgendeine Haskell-Funktion von diesem Typ in diesen Typ. Und das machen wir jetzt am besten einfach mal ein Beispiel. Das Beispiel wird sich durch alle weiteren Folien durchziehen, weil das Beispiel ist, was genau die richtige Komplexität hat. Und da können wir dann eben alles einüben. Wir definieren hier diesen Funktor. A kann irgendwas sein, irgendeine Typvariable, die ist hinten frei, hat keinerlei Restriktionen. Und der Funktor ist, also die Werte davon sind halt entweder nil, in Anspielung auf die leere Liste, oder das ist so eine Const-Zelle, ja, wo wir immer einen Int reinspeichern. Also es geht, in dem Beispiel wird es hier immer irgendwie um Listen von Ints gehen. Könnte man polymorph machen, aber wir können es erstmal so belassen. Okay, das wird ein Funktor. Denn wenn wir jetzt irgendeine Abbildung haben, die irgendwie A's auf B's abbildet, können wir sofort definieren, wie das F-Map auszusehen hat. Auf dem Nil ist es halt super leicht zu machen. Da steckt ja kein Wert drin, da geben wir einfach wieder Nil zurück. Und ansonsten ist es auch super leicht. Das X hier ist ein fester Int, den lassen wir unbeeinflusst. Aber das R hier hinten ist ja vom Typ A und mit Hilfe von F machen wir daraus etwas vom Typ B, ja, wenn F von A nach B geht. Also das soll nur demonstrieren, dass das hier wirklich ein Funktor ist. Okay, und dann können wir jetzt wirklich ein Beispiel sehen für unsere allererste Algebra, die ich irgendwie Product A genannt habe, groß A für Algebra. So, die besteht also aus einem Objekt und einem Morphismus. Das Objekt ist der Typ Int. Und der Morphismus ist halt die Haskell-Funktion, die hier steht, die über diese Fallunterscheidung definiert wurde. Okay, und die tut also nil, das ist der eine Fall, 1 zuordnen und so einer Const-Zelle zuordnen, x mal r. Achtet drauf, wir sind momentan noch nicht bei Listen, wir sind nur bei diesem Funktor. Und da ist r da hinten nicht irgendwie die Restliste, sondern auch einfach nur ein Element vom Typ Int. Deswegen ist das hier schon wohl getypt, dass wir x mal r schreiben können. Also das ist die ganz normale Multiplikation auf. Ja, ganz normal. Und der erste Checkpoint jetzt von dem Vortrag ist einfach, dass ihr geprüft habt, dass dieser Code hier wohl getypt ist. Ja? Ich habe noch keine Behauptung oder so gemacht, habe nur Haskell-Funktionen definiert. Und die Frage ist, geht das alles durch? Sind keine Syntaxfehler drin? Solche Sachen. Okay. Stellt euch vor, ihr hättet die Aufgabe, gegeben von einer Liste von Ints, das Produkt von all den Elementen in der Liste zu finden.
dann würdet ihr Codes schreiben, der sehr ähnlich aussähe wie hier. Der erste Fall wäre irgendwie, dass das Produkt über die leere Liste konventionsgemäß 1 ist. Das leere Produkt ist 1, die leere Summe ist 0. Ist eine Konvention, aber es ist eine gute Konvention. Und der zweite Fall wäre sehr dann irgendwie aus, wenn die Liste nicht leer ist, dann fängt es halt an mit dem x und geht dann irgendwie weiter. Und dann würde man die Elemente hinten alle zusammen multiplizieren und dann noch aufmultiplizieren mit dem einen x. Im Detail sähe der Code ein bisschen anders aus, weil man eben wirklich so mit Restlisten umzugehen hätte, aber im Großen und Ganzen sähe der so aus. Man hätte irgendwie die beiden Fälle, da wäre das wäre der Basisfall 1 und wie hier wäre das da. In dem Fall haben wir doch immer nur 2. Hier haben wir immer nur 2, richtig, genau. Und das ist der Unterschied zu einer echten Liste, wo wir einen ganzen Schwanz eventuell von Elementen haben. Genau, aber trotzdem sehen wir hier schon mal die Ähnlichkeit. Und die Ähnlichkeit hat noch einen tieferen Grund, den wir ein paar Folien verstehen werden. Aber ich kann das schon mal so ein bisschen anteasern. Initiale Algebren kann man verwenden, um Rekursion zu verstehen. Wenn man eine rekursive Funktionsdefinition schreibt, wie eben um das Produkt über alle Elemente von der Liste zu bestimmen, dann gibt man in Wahrheit, dann verwendet man in Wahrheit, dass irgendeine Algebra initial ist, was auch immer das genau bedeutet. Und da kommen dann Funktionsdefinitionen wie diese vor. Also das wird aber gleich noch klar. Okay, ich habe noch ein paar Beispiele mitgebracht, die zeige ich euch auf der nächsten Folie. Das Motto bei diesen Algebren ist nämlich, dass sie überhaupt nicht rar sind. Das ist ein bisschen ein Unterschied zu anderen mathematischen Strukturen. Gruppen oder so sind im gewissen Sinne schon rar. Ja, man kennt so Beispiele für Gruppen. Man kennt die und die Beispiele und jemand anderes kennt noch ein paar Beispiele mehr und so. Und es gibt Konstruktionsmöglichkeiten für ganz viele Gruppen am Stück und so. Aber trotzdem, man freut sich quasi über jede Gruppe, die man gefunden hat. Das ist schon was Schönes. Ja? Dasselbe mit Körpern. Körpern gibt es noch mal weniger, Vektorräume und so. Ja? Das sind immer so rare Sachen und man freut sich, wenn die ganze Mathematik so harmoniert, dass man da eine Struktur zusammenkriegt. Das ist bei Algebra nicht so. Algebren in diesem Sinne gibt es wie Sand am Meer. Und jetzt kommen einfach noch 3 weitere Beispiele, aber ich hätte 300 weitere Beispiele präsentieren können. Das war die eine, die wir gerade eben gesehen haben. Aber jetzt gibt es noch andere. Zu jeder Vorstellung von, was ich so rekursiv mit einer Liste von Ints machen will, gibt es jeweils eine so eine Algebra. Hier, die hatte irgendwas damit zu tun, dass wir die Längen messen wollen von der Liste. Da würde ich also irgendwie sagen, im Nilfall 0, und sonst halt 1 mehr als r. Bei einer richtigen Rekursion würde ich auch wieder wirklich rekursieren über den Rest der Liste. Aber das ist keine echte Rekursion. Das ist überhaupt keine Rekursion. Das ist eine einfach explizite Definition. Da ist das r quasi schon irgendwie fertig rekursiert worden von jemand anderem. Ja? Und wir addieren nur noch 1 drauf. Oder hier die Algebra, die irgendwie testet, dass alle Elemente der Liste jeweils ungleich 0 sind. Da hätten wir so einen Basisfall bei der leeren Liste. Ja, trivialerweise, recursively, sind alle Elemente der leeren Liste ungleich 0. Das stimmt. Und im Fall einer Konstzelle muss halt das erste Element nicht 0 sein. Und dann müssen all die restlichen Elemente rekursiv 0 sein und die Rekursion fehlt hier wieder. Ja. Eine Frage. Ja. Und zwar, hast du hier sinnvolle Sachen hingeschrieben und wenn du weniger sinnvolles hingeschrieben hättest, wären es trotzdem Algebra. Oder? Genau, richtig. Zum Beispiel bei Length A, Nil gleich 100. Du musst wiederholen die Frage wahrscheinlich. Aha, okay. Vielen Dank. Genau, also es kam gerade die Frage, die Beobachtung, dass das da zunächst sinnvolle Definitionen sind. Aber was wäre mit unsinnvollen Definitionen? Zum Beispiel, wenn man hier 100 hinschreibt, wäre das in irgendeinem Sinne verboten? Okay, und das ist eine sehr gute Frage. Das wäre nämlich überhaupt nicht verboten. Und das ist auch ein Unterschied nochmal zu anderen Strukturen in der Mathematik, die man kennt. Sonst bei Gruppen, Körpern, Ringen, Vektorräume, da gibt es immer noch Axiome, die erfüllt sein müssen. Irgendwie Assoziativgesetz, Kommutativgesetz, dies und jenes. Immer so eine kurze Liste von Axiomen, die erfüllt sein müssen. Und das ist bei Algebren in diesem Sinne nicht der Fall. Eine Algebra besteht wirklich nur aus dem, was da stand. Irgendeinem Typ und irgendeine Haskell-Funktion von dort nach dort. Und diese Funktion muss keinerlei Eigenschaften erfüllen. Eine gesetzlose Struktur, im wörtlichen Sinne, genau. Und das ist natürlich dann auch der Grund, warum die überhaupt nicht rar sind. Auf Wertlevel jetzt. Auf Typlevel haben sie schon eine Restriktion, weil das halt nicht eine Funktion sein darf von irgendwo nach irgendwo, sondern von f von a nach a. Genau, aber auf Wertlevel können sie sein, was sie wollen. Und das erklärt eben, warum es so viele Beispiele gibt. Immer wenn ihr einfach im täglichen Leben gerade dabei seid, so eine Rekursion zu schreiben über Listen, dann könntet ihr daraus so eine Algebra machen.
indem er einfach quasi den rekursiven Aufruf weglässt und hinten einfach quasi diesen Platzhalter dazu schreibt. Okay. So, das waren jetzt drei Beispiele. Und denen waren allen gemein, dass sie einen gewissen Aspekt von so einem Eingabedatum berechnet haben. Also das hier hat irgendwie, das berechnet irgendwie das Produkt von Sachen, das berechnet irgendwie die Länge von Sachen und das schaut irgendwie, dass alle Elemente ungleich Null sind. Ja, wenn es denn echte Rekursionen wären, was sie hier nicht sind. Aber die haben immer nur so einen Teilaspekt sich von der Liste rausgesucht. Ja? Man kann weiter fragen und schauen, ob es nicht auch ein Beispiel gibt, was irgendwie gar nichts Bestimmtes rauspickt, was keinerlei Information verliert. Und das steht da unten und das habe ich Initial A genannt, weil das wird die initiale Algebra sein später. Ja? Okay, und was macht die jetzt mit so einer Liste? Was wäre da der rekursive Aufruf? Das wäre hier ist so ein bisschen tautologisch. Wenn dieses Nil reinkommt, was ja quasi unser Codewort für die leere Liste ist, dann tun wir halt wirklich die leere Liste produzieren. Und wenn wir so eine Constzelle haben, dann tun wir halt auch wirklich eine Constzelle zurückgeben, also wirklich eine Liste, die jetzt ein erstes Element hat, nämlich dieses x, und die restliche Elemente hat, nämlich die Elemente, die in R drin stecken. Sind es endliche Listen? Genau, ich meine momentan im Vortrag immer endliche Listen. Genau. Das ist irgendwie ein besonderes Beispiel, ja, weil das halt nichts von der Eingabe vergisst. Alle Informationen wird bewahrt, anders als hier. Hier oben merken wir uns dann quasi nur noch das Produkt. Hier merken wir uns nur noch die Tatsache, dass oder eben dass nicht alle Elemente ungleich Null sind. Aber hier merken wir uns alles von der Eingabe. Wir könnten die Eingabe wieder rekonstruieren, wenn wir die Ausgabe kennen. Und das macht dieses Beispiel so ein bisschen besonders. Ja. Momentan allerdings ist es halt nur so eine Beobachtung, dass es besonders ist. Es ist noch keine formale Behauptung. Um das wirklich mathematisch präzise zu verstehen, brauchen wir die nächsten beiden Folien. Ja. Und zwar müssen wir Grothendieck folgen. Grothendieck hat gesagt, Typen oder Objekte sind nicht so wichtig. Um Objekte oder Typen wirklich zu verstehen, müssen wir verstehen, was die Beziehungen zwischen den Objekten oder Typen sind. Und Beziehungen werden vermittelt durch Morphismen, welche Funktionen es gibt. Und jetzt haben wir eben Algebren eingeführt, aber ich habe noch nicht eingeführt, was ein Morphismus von Algebren ist. Das müssen wir ganz schnell nachholen und das machen wir halt jetzt. Ja? Was ist der Unterschied zwischen dem Typ und dem Objekt? Hier jetzt überhaupt gar keiner, denn ich arbeite in der Kategorie Husk und die Objekte von dieser Kategorie Husk sind gerade alle Haskell-Typen. Mhm. Ja? Okay. Das Ganze ist aber in Wahrheit allgemeiner und manche, die sich wohlfühlen damit, können auch denken, dass ich in der Kategorie Set der Mengen arbeite. Dann sind das jeweils nicht, immer wenn ich dann Typ sagen würde, wären es dann Mengen einfach. Und Leute, die ganz viel Ahnung haben, können sich denken, dass ich in der Kategorie der Domänen arbeite. Was auch immer das ist. Erklärst du das am Ende? Ja. Ja, nur zumindest ganz grob, aber ich glaube, wenn du mehr Wissen hast, kannst du dann mehr beisteuern. Ich würde es gerne mal verstehen, deswegen. Alles klar. Okay. Gut. Also, was ist ein Morphismus von zwei Algebren? Wir stellen uns vor, dass wir zwei Algebren gegeben haben: eine hier und eine andere hier. Die Leute, die gerne Beweise formalisieren hier im Publikum, die können jetzt ein bisschen sauer werden auf mich, weil ich so Standard Abuse of Notation begehe. Ne? Eine Algebra war ja eigentlich ein Tupel, bestehend aus einem Objekt A und dann der Angabe von so einem Morphismus. Und ich unterdrücke hier völlig das Tupel. Ich schreibe nur noch den Morphismus hin. Ich kann aber persönlich damit leben, denn ich kann das Objekt ja wieder zurückgewinnen, wenn ich mir einfach anschaue, was hier das Zielding ist. Aber es ist ein Abuse of Notation und wenn ich das jetzt irgendwie in einer interaktiven Theoremumgebung machen würde, wäre da sofort eine Fehlermeldung. Also wir haben zwei Algebren gegeben, eine und eine zweite. Und jetzt wollen wir definieren, was Morphismen zwischen diesen Algebren sein sollen. Das ist analog wie sonst in der theoretischen Informatik. Man hat schon definiert, was Monoide sind oder was Gruppen sind. Und als nächstes definiert man dann, was Monoid-Homomorphismen sind oder was Gruppen-Homomorphismen sind. Jetzt definieren wir halt, was Algebra-Homomorphismen sind. Ja? Okay. So ein Morphismus zwischen Algebren ist einfach nur eine ganz normale Funktion von dem Typ zu dem Typ. Allerdings muss diese Funktion schon etwas erfüllen.
damit sie sich Morphismus von Algebren nennen darf. So wie das eben bei Gruppenmorphismen auch so ist. Die müssen ein gewisses Axiom erfüllen, damit sie Gruppenmorphismen genannt werden dürfen. Und das Axiom hier habe ich in Diagrammform notiert. Man kann dieses Diagramm hinschreiben und dann soll das kommutieren. Kommutieren heißt, es gibt hier zwei verschiedene Wege von f von a nach b. Man könnte erst die Funktion Alpha anwenden und dann g. Oder man macht das andersrum. Man wendet erstmal fmap g an. Das ist eine Funktion, die wirklich diesen Typ hat, wie hier angegeben. Und wendet anschließend Beta an. Dann hat man insgesamt zwei Funktionen von dort nach dort. Und damit das g jetzt ein Morphismus wird, müssen die beiden Wege, die beiden Funktionen übereinstimmen. Richie? Aber es muss nur in eine Richtung funktionieren, oder? Genau, richtig. Also ich habe eine Funktion hier und die beiden müssten gleich sein. Aber es muss nicht von b nach a, das ist nicht gefordert. Nee, genau, richtig, das ist nicht gefordert. Und in der Allgemeinheit, richtig, in der Allgemeinheit, wie das hier steht, könnte man gar nicht die weitere Zusatzforderung stellen, die du gerade stellen wolltest, weil das g war hier nicht als umkehrbar vorausgesetzt. Und deswegen kann man im Allgemeinen g gar nicht zurückgehen. Ja? Deswegen ist das auch wirklich die einzige Forderung, die man überhaupt stellen kann. Linksfunktional, rechtsfunktional? Nee, ich glaube, das ist das mit Isomorphismus und Homomorphismus. Ja, genau, richtig. Genau, das ist quasi nur ein Homomorphismus, kein Isomorphismus. Ein einfacher Morphismus ohne irgendwas Besonderes. Und die genau. Sind so alltäglich, dass man das dann halt... Also ja. Dass man die Vorstellung der Homo auch unterdrückt. Was würde das bei Heiske-Funktionen heißen, dass sie... Dass, wenn sie ein Isomorphismus sind? Meinst du das? Ach so. Oder dass sie hier einfach... eine Kombination aus zwei Funktionen... Ja, bei genau. Dass die so rum und so rum verkettet Identität ergeben. Ja, genau. Das ist so die Grundannahme momentan während dem Vortrag. Alle Funktionen sind total. Keine Definitionslücken. Keine Bottoms. Aber das ist eine Annahme, die wir zum Schluss ein bisschen entspannen können. Mhm. Wer noch nicht so kategorientheoriefirm ist, ja, der wundert sich dann vielleicht so ein bisschen, wie man auf diese Definition kommt. Aber ich kann euch so ein bisschen einen geheimen Trick verraten. Ja? Und zwar, das ist immer dasselbe in der Kategorientheorie. Wenn man ein neues Konzept definiert, wie hier zum Beispiel, was ein Morphismus von Algebren ist, dann schreibt man nochmal genau hin, woraus die eigentlich bestehen. Schreibt so grob schon mal hin, was man haben wollte, nämlich, dass man hier so ein G hat. Und dann schaut man einfach, wie man das zum Diagramm ergänzen kann oder zu mehreren Diagrammen ergänzen kann. Und dann fordert man, dass diese Diagramme kommutieren. Immer wenn man eine Definition macht, dann fordert man, dass alle Diagramme, auf die man so kommen kann, kommutieren. Umgekehrt, wenn man später einen Beweis führt, wo dann Diagramme vorkommen, weiß man, alle Diagramme, die vorkommen, die kommutieren schon. Ne? Weil die Typen, die die Definition gemacht haben, haben das jeweils gefordert. Alle Diagramme kommutieren, so als Glauben. Okay, und hier haben wir jetzt ein Beispiel für so einen Algebrenmorphismus. Das ist hier unten diese Abbildung, diese Funktion g. Also, du hast ja ein Diagramm hingemalt, ja. Das geht auf die Frage von Richie zurück. Ja. Wenn du ein Diagramm malst, sagst du damit, das soll kommutieren, das ist die Forderung. Nee, ich sag das schon, Ich sag das schon dazu. Ja. Das war so ein Motto, das in der Kategorie also Theorie alle... Also macht man auf der ersten Folie dann immer diesen Kreisel da. Genau, wollte ich jetzt nicht machen. Ich habe es in Worten hier geschrieben. Ne? Genau. Ich habe quasi gesagt, dieses Diagramm, was nur ein Diagramm ist, jetzt kommt die Aussage, soll kommutieren. Genau. Das ist nur ein Motto, dass in der Kategorientheorie alle Diagramme kommutieren. Das wörtlich interpretiert ist falsch. Ich kann schon Diagramme hinschreiben, die nicht kommutieren. Und die sind manchmal auch wichtig. Aber hier jetzt, dieses Diagramm kommutiert. Ja? Per Forderung. Das wollen wir so, dass es kommutiert. Okay, auf jeden Fall jetzt die Frage, hey, wie sieht denn so ein Morphismus mal aus? Gibt es dafür ein Beispiel? Und dafür gibt es Beispiele. Auf der nächsten Folie kommt noch ein richtig gutes und das, worum es dann eigentlich geht. Aber es ist auch ein bisschen schwerer zu verstehen, deswegen kommt erst so ein Eingewöhnungsbeispiel. Und das steht hier unten. So, wir haben auf der letzten Folie gesehen, und ich hole die dann gleich nochmal her. Nein. Dass Int und Bool beides Algebren werden bezüglich diesem Funktor. Das waren nämlich diese Funktionen Product A und All Non-Zero A. Ja? Also vermöge dieser beiden Funktionen sind Int und Bool jeweils Algebren. Okay, und das G, was wir jetzt definieren, das hat halt wirklich hier die Position von diesem G da nach da unten. Und wie ist das denn jetzt eigentlich definiert? Das ist so gemacht, es kommt ein X rein, ein Int, und dann wird ein Bool berechnet, nämlich der Bool, ob das X ungleich 0 ist.
Also keine schlimme Sache. Ja? Die, Funktion, die Definition jetzt sollte euch nicht umwerfen oder sowas. So einfach ein Beispiel für so eine Funktion g. Das ist was ganz Mundänes, so eine Funktion g. So ein Morphismus hier nach unten. So, jetzt müssen wir aber noch diese Kommentarzeile hier verstehen. Weil erst die garantiert uns, dass das wirklich ein Morphismus von Algebren ist. Also, damit das ein Morphismus von Algebren ist, muss das entsprechende Diagramm kommutieren, was circa hier oben angegeben ist, nur mit der kleinen Änderung, dass es da oben halt allgemein steht, mit Groß A und Groß B, aber jetzt ist es nicht mehr allgemein, sondern jetzt ist Groß A int und Groß B ist bool. Okay, aber wir kriegen das hin. Wir haben hier zwei Wege in dem Diagramm, so rum und so rum, und die beiden sollen gleich sein. Und das behaupte ich hier auch in diesem Kommentar, nur behaupte ich es dort in textueller Form. Wir haben hier also in der Mitte das Ist-Gleichzeichen und wir haben auf der rechten Seite vom Ist-Gleichzeichen diesen Weg und auf der linken Seite vom Ist-Gleichzeichen diesen Weg. Gehen wir kurz das durch, um zu sehen, dass ich das wirklich gut übernommen habe vom Diagramm. Wenn wir hier den oberen Weg lang gehen, so, ja, dann laufen wir also zuerst Alpha und dann das G. Und dann das G, passt schon mal. Und Alpha, das ist halt Teil der Algebra vom Start, also Teil des Datums, so dass Int überhaupt eine Algebra wird. Und das ist jetzt das Product A. Ich habe das hier verkürzt, Product A von der letzten Folie. Und testen wir es rechts vom gleichen Zeichen. Das ist dann also dieser Weg hier. Ja, das ist zuerst fmap g gehen, und dann halt den Strukturmorphismus, so heißt der, von der anderen Algebra gehen. Hier allgemein geschrieben Beta, aber jetzt konkret geschrieben, das war dieses all non-zero A. Also jetzt sind wir so weit, dass wir gesehen haben, dass ich das Diagramm hier treu nach unten übersetzt habe. Das, glaube ich, ist der Laptop. Und jetzt müssen wir noch kurz schauen, dass das gleiche Zeichen stimmt. Ich kann euch ja quasi viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Ne? Also davon müssen wir uns kurz überzeugen. Das ist jetzt so ein bisschen suboptimal, weil das ist auf der letzten Folie. Ja? Wir setzen mal Neil in Gedanken ein. Okay? Wir setzen hier unten gleich mal Neil ein. Ich zeige euch nochmal die letzte Folie. Ihr merkt euch das kurz, dann kriegen wir es hin. So sah das aus. Wenn man Neil einsetzt, kam 1 raus. Hier, wenn man Neil einsetzt, kam True raus. Okay? So, also jetzt setzen wir Neil ein. Dann kommt hier also 1 raus. Und dann haben wir also G von 1. Also den Bool, die Aussage, dass 1 ungleich 0 ist. Also kriegen wir insgesamt True auf der linken Seite. Und jetzt machen wir das ganze Rest. So, da setzen wir auch Neil rein. Aber fmap war im Neil-Fall ganz einfach definiert, nämlich dass da wieder Neil rauskommt. Und jetzt setzen wir Neil in das all non-zero A ein und dann kommt per Definition auch true raus. Das heißt, zumindest in diesem Fall hat das gestimmt. Okay, und ich glaube, auf die Überprüfung des anderen Falls haben wir gerade keine Lust, ne, weil die Definition auf der anderen Folie ist. Das glauben wir mir jetzt. Ja? Also, so ist es wirklich ein Morphismus von Algebren. Wir müssen zwei Funktionen, beziehungsweise sind die Prod A und All Non-Zero A schon, was sind das? Das sind Algebren. Genau. Zusammen mit dem jeweiligen Typ sind es die Algebren, genau. Ja. Wir müssen einfach nur zwei Algebren finden, sodass die... Ja, genau, noch ein bisschen konkreter. Nicht nur, wir müssen zwei Algebren finden, sodass das stimmt, sondern die beiden Algebren gehören schon mit dazu zur Behauptung. Also wenn ich behaupte, dass irgendein Morphismus hier und dort nicht nur sagen, welche beiden Typen das sind, sondern ich muss schon auch dazu sagen, was diese Funktionen sind, die zu der Algebra dazugehören. Mhm. Das kann ich in Haskell nicht andeuten. Haskell kann ich hier vor dem Fall halt nur einen Typ schreiben, hinter dem Fall auch nur einen Typ. Aber ich müsste eigentlich quasi noch mit Komma dazu oder irgendwie müsste ich gleich sagen, was die Algebren dazu sollen sind.
Es kann auch sein, dass genau dieselbe Funktion bezüglich zweier anderen Algebren kein Algebrenhomomorphismus ist. Du kannst es ja mit dem Newtype zum Beispiel deklarieren. Das wäre eine ganz gute Möglichkeit, genau, richtig. Dass du sie auseinanderhalten kannst. Genau, genau. Das wäre eine super Möglichkeit und habe ich hier nicht gemacht. Gleich erst eine Funktion anzugeben, weil Code ist ja Data. Richtig. In dem Fall. Genau, ja. Der Punkt von dieser Folie ist auch noch nichts Großartiges. Das Coole kommt jetzt gleich. Ja? Diese Folie soll auch einfach nur zeigen, dass Algebrenmorphismen nichts Schlimmes sind. Die gibt es halt manchmal und hier ist ein Beispiel. Wenn wir zum Schluss das verstanden haben mit der Rekursion, wie das Ganze mit Rekursion hier zusammenhängt, dann können wir das Beispiel noch tiefer interpretieren. Das sagt dann sowas wie, dass es egal ist, ob man Folgendes macht oder Folgendes macht. Dass es egal ist, ob man von so einer Liste von Ints erstmal das Produkt bestimmt und dann testet, ob das Produkt nicht null ist. Oder ob man zunächst für jedes Element in der Liste schaut, ob es ungleich null ist und dann schaut, was die Verundung davon ist. Führt auf selbe. Das heißt, das sind zwei Rekursionsfragestellungen, die ineinander in einer bestimmten Beziehung stehen. Und die Beziehung wird gerade durch das G vermittelt. Wenn ich an der Lösung von dem einen Problem interessiert bin, kann ich auch stattdessen das andere schwierige Problem lösen, nämlich Produkt bilden. Und dann kriege ich die Lösung von dem anderen automatisch raus. Okay, also was soll das Ganze? Das kommt jetzt so auf der nächsten Folie. Jetzt geht es nämlich wirklich um initiale Algebren. Und das spannt jetzt gleich den Bogen wirklich zur Programmierpraxis. Also, wir hatten eben ein Beispiel, was wir irgendwie besonderes Beispiel genannt haben. Das hieß Initial A. Das war deswegen besonders, weil es keinerlei Information unterschlagen hat, sondern irgendwie das so ermöglicht hat, dass alle Informationen, die in der Eingabe drinsteckt, auch in der Ausgabe wieder rauskommt. Und wir wollen jetzt verstehen, was das mathematisch damit auf sich hat. Gut, und zwar stellt sich raus, diese Algebra, die ich also initiale Algebra nenne, die hat eine universelle Eigenschaft, nämlich unter allen F-Algebren, F ist dieser Funktor, ist sie die initiale Algebra. Was heißt das? Wir haben eben ja definiert, was Morphismen zwischen Algebren sind. Deswegen können wir jetzt die Kategorie aller Algebren definieren. Die Kategorie aller Algebren hat als Objekte Algebren und als Morphismen Morphismen von Algebren. Und dann können wir das völlig allgemeine Konzept eines initialen Objekts aus der Kategorientheorie hier rein importieren. Wenn man irgendeine Kategorie hat, dann ist ein initiales Objekt ein Objekt der Kategorie, eines, was eine bestimmte Eigenschaft hat, nämlich folgende. Zu jedem anderen Objekt in der Kategorie gibt es genau einen Morphismus von dem Initialen in eben jedes andere. Immer genau einen. Und gemünzt hier auf das Beispiel von Algebren heißt das Folgendes. Und das ist dann eben eine Standardprogrammiereinsicht. Wenn man irgendeine F-Algebra hat, dann gibt es genau einen Morphismus von dieser F-Algebra in die andere F-Algebra. Und dieser genau ein Morphismus, der da existiert, der hat einfach einen Namen und der ist wichtig beim Programmieren. Das ist nämlich so ein Katamorphismus. Und dieses Wort habt ihr einfach schon mal gehört, vielleicht mehr oder weniger als Witz. Ja? Weil es gibt ja Katamorphismen, Anamorphismen, Hylomorphismen, Zygotomorphismen, Dynamomorphismen und so weiter und so fort. Aber jetzt seht ihr das mal, worauf es kommt heute nicht mehr. Nein, wir machen nur Katamorphismen und Anamorphismen heute. Meinst du Initial da unten, oder? Vielen Dank, Initial. Es existiert ein effektiver Katamorphismus, also einer, der konstruiert werden kann. Rate mal. Bestimmt, vermute ich schon, sonst wäre es nicht in der Praxis verfügbar. Genau, und sonst werde ich ja nicht diesen Vortrag halten. Genau, diesen Cutter, ja, den gibt es wirklich. Ich kann den hinschreiben und hier steht einfach seine Definition. Kann ich konstruieren vor allem. Ja, genau. Ja. Also das ist das kanonische Fold, oder? Das ist das kanonische Fold, genau. Wir gehen das jetzt hier gleich ein bisschen durch, aber ich will das einfach kurz sacken lassen. Also die initiale Algebra, das ist die, die hier steht.
die hat anschaulich was Besonderes, nämlich, dass sie keine Information verliert. So, aber die hat auch mathematisch sauber gesprochen was Besonderes. Nämlich, für jede andere F-Algebra gibt es genau einen Morphismus von der Initialen in die andere hinein. Beweis davon steht hier durch die Definition von Kata. Gehen wir das mal kurz durch, dass das vom Typ her passt. So, das erste Argument von Kata ist irgendeine Algebra für den Funktor F, welche wir dann gähnen. Ja? Hätte ich auch Beta nennen können oder so. Gut, und was gibt Kata zurück? Kata gibt zurück den eindeutigen Morphismus von der initialen Algebra in die andere Algebra, A. Und was macht jetzt eben dieser Kata-Morphismus? Der verwendet G, was quasi so eine Rekursionsvorlage ist, um die Rekursion wirklich auszuführen. Im ersten Fall von der leeren Liste muss noch keine Rekursion wirklich ausgeführt werden. Und Kata hat den Job einfach und tut einfach Nil in G reinstecken und schaut, was passiert. Im zweiten Fall allerdings muss schon eine Rekursion ausgeführt werden, weil XS ja wirklich noch eine Liste von Elementen ist, ein ganzer Schwanz, der Schwanz halt von der Liste. Und dann macht Kata Folgendes. Es hat zum einen einfach das X, das bleibt unbeeinflusst. Zum anderen aber ruft es sich rekursiv auf, hier muss es G heißen, tut mir leid, es ruft sich rekursiv auf, das Ergebnis wird so eine synthetische Konstzelle und die kommt in G rein, weil G entscheidet dann, was das Endergebnis ist. Also wir haben jetzt quasi unsere, für jeden Typ, der nicht der initiale, die initiale Algebra ist, also für jede Algebra eigentlich, haben wir quasi, für jeden Typ war die Algebra quasi die Rekursion von einem Schritt und jetzt können wir von diesem einen Schritt auf alle Schritte. Genau, das ist der Punkt. Ich sage das nochmal laut. So eine einzelne F-Algebra, das ist quasi eine Rekursion nur einen Schritt lang, nicht wirklich eine Rekursion. Ja, nur eine so eine Fallunterscheidung und dann schauen. Und der eindeutige Morphismus aus der initialen Algebra raus in irgendeine andere Algebra, der verwendet jetzt eben dieses eine Schritt-Dings, was gegeben ist, und führt es wirklich rekursiv aus. Das ist dann der Kata-Morphismus. Und das zeigt euch jetzt also auch, dass obwohl ihr eventuell den Begriff initiale Algebra erst heute kennengelernt habt, dass ihr schon ganz, ganz oft damit gearbeitet habt. Nämlich fast immer, als ihr irgendeine Rekursion hattet über Listen, habt ihr in Wahrheit einen Kata-Morphismus verwendet. Also den eindeutigen Morphismus aus der initialen Algebra heraus. Die initiale Algebra ist im Falle von diesem Funktor nämlich nichts Komisches, sondern einfach der Datentyp der Listen von ins, der Datentyp der endlichen Listen von ins. Und auf der rechten Seite von so einer Rekursion habt ihr in Wahrheit die ganze Zeit so eine andere Algebra definiert, eine nicht-initiale, halt irgendeine. Zum Beispiel die fürs Product A, was wir auf den vorherigen Folien hatten. Und dann habt ihr in Wahrheit diese irgendeine Algebra zusammen mit dem Kata-Morphismus zusammen kombiniert, um dann wirklich eure rekursive Funktion zu erhalten. Das heißt, dieses Konzept der initialen Algebren gibt euch eine Möglichkeit an die Hand, um konzeptioneller über ganz normale rekursive Funktionsdefinitionen zu denken. Ihr verwendet da immer Kata-Morphismen, also die eindeutig bestimmten Morphismen raus aus der initialen Algebra in eine andere Algebra rein. Primitive Rekursion, oder? Primitive Rekursion, genau. Also noch ein bisschen konkreter, strukturelle Induktion. Ja. Ja, das ist für mich das Gleiche. Ja? Also das, ich meine, die Struktur ist, dieser Funktor gibt ja die Struktur der Algebra. Richtig, vor, genau. Über diese Struktur und dann, das ist primitiv rekursiv, das ist strukturell. Okay, was passiert, ja, wenn wir ja statt Nil und Cons einfach einen Baum machen? Kannst, das ist das Gleiche. Genau, kannst du alles machen. Dann ist es dann nicht mehr primitiv, dann ist es... Also der Funktor. Also ich meine, der Ingo, ich bin deswegen dazwischen gegangen auch, also du kannst ja mehr als primitive Rekursion machen wollen, aber das passt in dieses Framework nicht rein. Oder? Genau, richtig, genau. Das hier ist ein absolutes, super grundlegendes Framework, was man in den 70ern schon verstanden hatte. Seitdem hat man krass drauf aufgebaut, deswegen ja eben auch die Zygotomorphismen und so. Das ist das Framework, um strukturelle Induktion zu verstehen, was schon mal sehr cool ist. Und auch sehr wichtig, aber noch nicht fortgeschritten. Das Semester vielleicht mal gehört haben, das ist sozusagen die Vorschleife und die allgemeine Rekursion ist die Weichschleife. Das klingt heutzutage ein bisschen komisch, aber das Vor haben wir ja in Scala auch so drin und dann hast du ja auch, also
das Forward da letztendlich drin, also es ist nicht so abwegig. Genau. Auch in Java 8, also die Vorschleife, die strukturell über deinen Datentyp geht, letztendlich, ja, die nicht mehr macht. Genau. Es ist dann auch klar, dass es terminiert und so weiter. Genau, genau. Also deswegen. Ja. Das ist also... es ist quasi nichts Besonderes. Ja? Ich zeige euch hier nicht eine wahnsinnig krasse Sache. Interessant ist es nur, weil es ein grundlegendes Konzept ist. Und es ist schön, sich dieses Konzepts bewusst zu sein, dass man die ganze Zeit diese initialen Algebren verwendet. Man hört von der kategoriellen Intuition, dieser Funktor kodiert einerseits, der kodiert aber alles. Also nicht nur die Signatur der Struktur, sondern auch die Semantik der Struktur. Genau. Das ist also eine tatsächliche, echte Algebra, wie man das in der Algebra nennt. Richtig, ja, genau. Und die initiale Sache ist nur die Syntax gewissermaßen. Ja, genau. Eine konkrete Darstellung der Syntax als ein Datentyp. Genau. Ich wiederhole das nochmal für die Aufzeichnung. Das ist eine ganz wichtige Beobachtung. Beobachtung Nummer 1. Dieser Funktor hier gibt gleich zwei Sachen vor. Erstens, wie die Werte von dem entstehenden Datentyp, von der entstehenden initialen Algebra aussehen. Und zweitens, was die Struktur von so einer Rekursion immer ist. Wir haben hier hinten immer nur ein A, deswegen gibt es quasi immer nur einen so letzten Schritt, den wir kombinieren. Bei binären Bäumen oder sowas, da könnte man vielleicht rekursiv hier was machen und rekursiv hier was machen und dann die beiden Teilergebnisse zusammen kombinieren. Das wäre eine andere Form von Rekursion. Wir hätten einfach ein anderes Aussehen, wenn man das quasi plottet. Und das kann man aber schon an dem Funktor ablesen. Ist immer noch strukturelle Induktion, Rekursion, genau. Und die zweite Beobachtung war, dass man die initiale Algebra auch in Worte fassen kann, was die denn eigentlich enthält. Bei den anderen Algebren ist es ein bisschen schwieriger. Was enthält diese Algebra? Das ist halt der Typ Int, der enthält halt die Zahlen. Und hier die Algebra Bool, das enthält halt die Bools. Das sind völlig Sachen, die irgendwie nichts Spezifisches jetzt zu diesem Funktor sind. Ne? Ich meine, Int und Bool gibt es auch ohne Betrachtung dieses Funktors. Die initiale Algebra dagegen, in diesem Beispiel war es also Liste von Ints, das kodiert genau die syntaktische Information über den Funktor. Und das werden wir gleich noch ein bisschen besser verstehen. Ja, das Interface. Die Signatur. Also. Ja. Okay. Wie die Struktur? Also die Struktur als solche ist eine semantische Sache. Wenn du sagst, eine Gruppe über ganze Zahlen mit bestimmten Operationen, das ist semantisch das. Und das gehört zu der Klasse der Gruppen, also das hat eine bestimmte Signatur, das ist so ein Interface. Also informatisch gesagt ist also die freie Algebra eben das Interface und die Struktur ist die tatsächliche Implementierung, die tatsächlich semantisch vorgegebene Struktur, die irgendwas macht, die semantisch was macht. Und hier nach ist das dann Grotendieck. Nach Grotendieck wird das dann alles toll in diesen Funktor f von a nach a einkodiert und der enthält all diese Informationen. Ja. Du kannst es vielleicht nochmal so vorstellen. Wenn du Product auf eine Liste loslässt, dann kriegst du halt raus, was das Produkt von allen Elementen in der Liste ist. Aber du hast vergessen, was die einzelnen Listenelemente waren. Du weißt jetzt nur noch, was das Produkt ist. Ja? Dagegen das ist wirklich in einem konkreten Sinn die Mutter aller Algebren, denn aus dem Ergebnis hier, das Ergebnis ist tautologisch nur nochmal die Liste, das ist quasi, das ist noch ein so unberührter Ausdruck, dass du mit dem im Nachhinein noch alles machen kannst, was du mit dem machen willst. Du kannst im Nachhinein damit von noch das Produkt bestimmen oder die Summe bestimmen oder die Länge bestimmen. Ja? Das ist so ein bisschen das Tautologische an dieser initialen Algebra. Und das macht sie halt, wenn man weiter drüber nachdenkt, zur initialen Algebra. Mutter von heißt immer initiales Objekt oder terminales Objekt in der Kategorie. Und hier initial. Man muss hier nicht von Latein können. Also initial sagt er als Wort das. Und Kata sagt eigentlich auch, das wird zusammengefaltet. Ja. Das ist ja, genau. Das ist hier eine Faltung und ja. Ja. Also wieder eine Frage. Genau. Die man durchaus auch kategorietheoretisch interpretieren kann. Also du hast jetzt erklärt, diese initiale Algebra hier, die vergisst nichts von der Information. Ja. Also ich würde jetzt sagen, Strukturmorphismus, Initial A, ist ein Isomorphismus. Richtig. Meine Frage ist, habe ich immer, wenn ich eine Algebra zu einem Funktor habe, deren Strukturmorphismus ein Isomorphismus ist, eine initiale Algebra gefunden? Herzlichen Glückwunsch, du hast dir hiermit verdient einen Lambeck-Punkt. Das hat nämlich die Beobachtung, die Matthias hier gerade geäußert hat, nämlich dass im Fall von der initialen Algebra, das dann ein Isomorphismus ist, diese Abbildung, also dass die umkehrbar ist, das ist allgemein so bei initialen Algebren, das heißt Lambecks Lemma und es wird gleich noch kommen.
Okay. Genau, weil das auch nochmal eine anschauliche Bedeutung hat, wirklich. Okay, du hast meine Frage sinnvoller gemacht, aber jetzt nochmal den anderen Teil. Alles klar? Andersrum geht es nicht, oder wie? Wenn nur weil es nicht nur Finsternis ist, dann genau. Habe ich eine initiale Eigenschaft. Genau. Die Frage ist, würde es auch andersrum gelten? Nur wenn man irgendeine Algebra hat, wobei eben diese Funktion, die zur Algebra gehört, ein Isomorphismus ist, ist das dann schon die initiale Algebra? Antwort ist, es gibt bis auf eine Isomorphie nur eine initiale Algebra, deswegen ist es schon mal unwahrscheinlich. Und wenn man die Frage verunkult und zurück zu Fixpunktgleichung geht, dann merkt man auch sofort, dass die Antwort Nein sein muss. Denn verunkult lautet die Frage, hey, wenn ich irgendeinen Fixpunkt von der Gleichung habe, ist es dann der kleinste Fixpunkt? Meistens nicht. Kann ja der nicht kleinste sein. Kann der fünftkleinste sein. So. Wir haben jetzt eine theoretische Folie noch so ein bisschen und dann überlegen wir uns, machen uns Gedanken über das Wesen von Datentypen. Ja? So, aber eine Frage eben vorher noch und das ist dann eine schöne Überleitung zur nächsten Folie, nämlich gibt es eigentlich immer initiale Algebren? Also wenn man irgendeinen Funktor hinschreibt, zum Beispiel so ein Haskell irgendeinen Funktor wirklich hat, ja, Mitglied der Funktortypklasse, gibt es dann auch eine initiale Algebra für den? Und die Antwort lautet ja. Ja in Haskell, jein, wenn man es allgemeiner macht. Ah, mit der Fixpunkt. Genau. Genau. Genau, hier steht manchmal. Aber in Haskell ist auch ein bisschen schwierig, weil hier noch sowas steht mit sozialer Vereinbarung. Ja? Also wir gehen es mal kurz durch. Wir haben den Funktor klein f. Ja? Und wir fragen uns, gibt es die initiale Algebra? Ich behaupte jetzt erstmal ja und wir können sie hinschreiben. Wir können den Datentyp und die Funktion, die dazu gehört, einfach hinschreiben. Das ist irgendwas Freies. Oder? Es ist nichts Freies, es ist nur was Initiales. Aber das sind verwandte Begriffe natürlich. Mhm. Und warum können wir das jetzt hinschreiben? Das liegt an einer spezifischen Sache von Haskell oder von einer anderen Programmiersprache, die eben diese Programmiersprache unterstützen muss. Nämlich sie muss Rekursion auf Typebene unterstützen. Sonst könnten wir das nicht hinschreiben. Denn diesen Datentyp mu konstruieren wir also so, dass wir sagen, der hat einen Konstruktor, den wir makemu nennen. Und dieser Konstruktor kriegt ein Argument. Und dieses Argument ist vom Typ f von mu f. Da kommt wieder das mu vor, was wir erst im Begriff sind zu definieren. Aber in Haskell kann man das hinschreiben. Ja? Und dann kriegen wir diese beiden Funktionen dazu raus. Und die erste der beiden Funktionen, das ist genau die Funktion, die zur Algebra gehört. Von f von a nach a. Also von f von mu f nach mu f. So, aber es ist halt so ein bisschen gecheatet, weil Haskell halt quasi eine praktische Programmiersprache ist, anstatt ein Theorembeweiser. In Haskell gibt es nicht wirklich Datentypen und Codatentypen getrennt, sauber voneinander, sondern es ist alles so ein bisschen Mischmasch. Und deswegen steht hier noch eine soziale Vereinbarung. Wenn wir wirklich die initiale Algebra meinen, dann müssen wir dazu uns denken, dass wir wirklich versprechen, hoch und heilig, niemals hier irgendwie unendliche Werte davon zu erzeugen. Sondern das soll immer alles endlich bleiben. Und das ist eine Vereinbarung, die wir nur sozial als Kommentar in Haskell formulieren können. Ja? Das wäre auch genauso im Standard. Genau, ja, richtig. Ja. Und nicht so wäre es natürlich in Isabel oder so. Ne? Da kannst du präzise sein und dann auch präzise beweisen. Genau, genau, richtig. Da muss man, ja, genau. Ja. Okay, so, also das ist meine Behauptung, dass es also zu jedem Funktor klein f eine initiale Algebra μ f gibt. Um das aber wirklich behaupten zu können, muss ich noch ein bisschen mehr euch sagen, nämlich auch, was denn dieser jeweils eindeutige Morphismus ist. Ich finde, hier sieht man das von der Typsignatur nochmal ganz gut. Wenn wir irgendeine F-Algebra haben, also irgendeinen Typ A und irgendeine Funktion von FA nach A, das heißt so einen ersten Schritt von der Rekursion, dann müssen wir in der Lage sein, daraus die Rekursion wirklich durchzuführen, zu falten über die Werte von unserer Struktur. Und das heißt, wir müssen in der Lage sein, aus diesem Entwurf von der Rekursion diesen Entwurf zu pimpen zu einer Funktion, die wirklich die Rekursion durchführt, das heißt im Fixpunkt startet, in μf startet und nach a geht. Und das geht halt immer. Und zwar geht es auf genau eine Art und Weise, wenn man sich konzentriert mit den Typen, gibt es genau diese eine Möglichkeit, diese Funktion hier zu definieren.
Das ist also eine Verallgemeinerung von dem Cutter von der vorherigen Folie. Und die Intuition dazu ist, dass die Werte von μf halt jeweils endlich sind, jeweils irgendwie so induktiv aufgebaut aus irgendwelchen trivialen Sachen. Bei diesen trivialen Sachen wird dann die Rekursion gebrochen. Da wird das Argument hier gar nicht mehr benötigt. Und ansonsten wird halt so oft immer g aufgerufen, also jeweils ein Induktionsschritt, bis wir irgendwann das Endergebnis dran stehen haben. Gut, und diese Folie zeigt euch also, dass initiale Algebren wirklich wahnsinnig häufig in der Programmierung vorkommen. Eben ging es um Listen. Aber jetzt ist es viel allgemeiner. Quasi immer, wir qualifizieren das gleich noch, aber quasi immer, wenn ihr in Haskell einfach einen rekursiven Datentyp hinschreibt, wie zum Beispiel echte Listen oder Maps oder was auch immer, wenn ihr irgendeinen rekursiven Datentyp hinschreibt, Bäume, ja, dann habt ihr in Wahrheit eine initiale Algebra hingeschrieben. Und wenn ihr direkt nach eurer Datentypdefinition so ein Fold für euren Datentyp angibt, dann habt ihr in Wahrheit nachgewiesen, dass das eine initiale Algebra ist, weil ihr angegeben habt, wie man diese eindeutigen Morphismen aus der initialen Algebra in jede andere Algebra angeben kann. Und die heißen ganz allgemein halt Cutter-Morphismen statt Folds. Okay? So. Das Motto ist, initiale Algebren modellieren Datentypen, für die man Funktionen aus ihnen heraus durch Rekursion angeben kann. Und gleich werden wir noch zu Co-Daten kommen. Da wird es ein entsprechendes Co-Motto geben. Initiale Algebren sind Datentypen, wo man leicht durch Rekursion Funktionen angeben kann, die in dem Datentyp starten und irgendwo anders hingehen. Man definiert solche Funktionen nämlich halt immer quasi, indem man schaut, welcher Fall tritt gerade ein und dann jeweils rekursiv aufruft auf den einzelnen Dingern. Und weil initiale Algebren davon die Werte immer endlich sind, wird das immer terminieren. So, jetzt gibt es eine Folie, die wir überspringen, aber die wir eventuell nachher diskutieren können. Und jetzt machen wir noch schnell Lambecks Lemma. Also, Matthias hatte eben eine Beobachtung, nämlich folgende. Wir hatten eine konkrete initiale Algebra gegeben und haben dann gesehen, dass dieses Alpha, was zu der initialen Algebra gehört, schon ein Isomorphismus ist, also ein Umkehrmorphismus besitzt. Irgendeine andere Funktion, sodass wenn man Alpha Kringel die andere Funktion macht oder auch andersrum, dass dann jeweils Identität rauskommt. Das sagt also, dass man zwischen dem Datentyp A und den Datentyp f von a verlustfrei ineinander umwandeln kann. So, und das hat zum einen eine anschauliche Interpretation und zum anderen einen Beweis. Ja? Wollen wir beides mal führen. Erstmal die Interpretation. Dieses Alpha hier, diese Funktion Alpha, die hat nämlich eine anschauliche Bedeutung. Was macht die nämlich? Das Zielding ist ja der Datentyp, um den es geht, das a. Also konstruiert die Funktion Alpha Werte. Werte dieses Datentyps. Womit macht sie das? Naja, gut, mit ihren Eingabedaten, die in f von a drin sind. Und was ist in f von a drin? Ein Wert von f von a ist sowas wie eine Beschreibung, wie man denn einen Wert aus a hinkriegen kann. Ein Wert von f von a könnte nämlich nil sein. Und dann will ich die leere Liste generieren. Oder ein Wert von f von a könnte so eine synthetische Konstzelle sein. Und dann will ich daraus eine richtige Konstzelle machen. Das ist das Alpha. Ja, mit Alpha, wenn man irgendwie schon alte Werte hat, alte Werte von A, kann man damit nach einem gewissen Verfahren Bastelanleitungen für neue Werte von A bekommen. Das sind dann Werte von F von A. Und mit Alpha kann man sie einfach abbilden und realisieren, wirklich zu einem richtigen Wert von A. Okay, und dass Alpha jetzt ein Isomorphismus ist, bedeutet, dass das bijektiv ist. Das heißt, jeder Wert aus A kommt auch wirklich von so einer Bastelanleitung. Oder anders gesagt, man kann in jeden Wert von A reinschauen und sieht dann, ah ja, das ist der Fall oder der Fall oder der Fall. So ist der entstanden, aus anderen Werten. Bei einer Liste ist das halt genauso, ne? Weil eine Liste ist entweder die leere Liste oder so eine Konstzelle. Das heißt, wir konnten reinschauen und haben gesehen, es gibt wirklich diese beiden Möglichkeiten. So, und das sagt Lambecks Lemma aus, dass das immer so ist. Und das können wir jetzt noch kurz versuchen zu beweisen. Ja? Und dann kommen Co-Datentypen und dann sind wir fertig.
So, dazu brauchen wir die Tafel, ne? Richtig. Gibt es großartig. So. Okay. Schreiben wir unsere initiale Algebra mal hin, ja? F von A, ich lasse die Klammern weg, nach A. Das ist unsere initiale Algebra. Das schreit doch nach Tex-Mex. Vielleicht kommt noch irgendwas, was jetzt nach einem Vakuum-Tablet vorliegt. Nach einem Vakuum-Tablet schreit das und es schreit nach Tex-Mex, sobald Tex-Mex endlich ein Add-on hat, um kommutative Diagramme zu malen. Das setzt sich mit dem Big Whale mal zusammen. Das, genau. Das hast du schon so oft gesagt. Das kann ich weiß. Nicht wahr sein. So, das ist unsere initiale Algebra. Und jetzt werden wir versuchen zu zeigen, dass dieses Alpha eine Umkehrung besitzt. Also, dass es irgendeine Abbildung, eine Funktion gibt von A nach F von A. Ja, die in, genau in die andere Richtung, die mit der hier zusammenpasst. Und in der Einführung zum Vortrag habe ich versprochen, dass es einen Wettbewerb gibt. Es gibt nämlich wirklich, es gibt offizielle Wettbewerbe. Der Wettbewerb besteht darin, diese Behauptung zu beweisen, unter Verwendung von möglichst wenigen Morphismen in diesem Diagramm. Bisher haben wir einen. Ja? Und ich glaube, der Weltrekord liegt bei 5. Mal schauen, wie wir es hinkriegen. So, wir wollen eine Abbildung haben von A nach F von A. Okay, von A nach F von A. Und das Einzige, was wir ausnutzen können, ist das, was wir über das Alpha wissen, nämlich, dass es eine initiale Algebra ist. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo anders hier auf dem Papier noch eine zweite Algebra hinschreiben, wissen wir, dass es genau einen Morphismus gibt von der Algebra, das ist die Initiale, zu der anderen hin. Daher ist die Idee, dass wir hier unten auf jeden Fall mal F von A hinschreiben. Und wir müssen uns dann gleich Gedanken machen, was jetzt hier noch links so hinkommt. Aber wenn wir hier F von A haben und wenn wir schaffen, dass das irgendeine andere Algebra wird, dann haben wir schon die halbe Miete. Weil das ist die initiale Algebra, das ist irgendeine Algebra und daher gibt es dann einen Morphismus hier nach unten. Das ist genau die Umkehrfunktion, die wir dann suchen werden. Ja? Gut, jetzt ist die Frage, ob uns da unten eine Algebra einfällt, die als Zielding hier F von A hat, als Trägertyp F von A hat. Hat da jemand eine Idee? FFA, genau. So, F von A. So, jetzt brauchen wir aber noch diesen Strukturmorphismus hier. Was der, soll der sein? Tim? F von Alpha. Genau, F von Alpha würde ich in der Mathematik schreiben, aber das ist hier so ein bisschen Haskell, ne? Das heißt, ich schreibe F-Map von Alpha. Es wäre viel leichter gewesen, ja. F-Map steht hier. F-Map von Alpha. Weißt du, dass man in GIMP so Text einfügen kann? Kann man, ja. Im Sinne von F von Alpha, im Sinne von die Funktion des Funkmus. Ja, genau. Genau. Ich kann dir auch noch eine Lasermaus raussuchen, weil ich glaube, das passt klar. So, jetzt sehen wir, haben wir da unten einfach irgendeine andere Algebra. Wir müssen dazu ja nichts testen, um diese Behauptung einzusehen, weil eine Algebra bestand einfach nur aus der Angabe von einem Typ und so einer Funktion. Musste keine Axiom erfüllen, daher ist es eine Algebra. Und wegen der Initialität kriegen wir jetzt hier einen Morphismus nach unten. Nennen wir den mal G, ja? Weil er vorhin auch G hieß. Und hier, der Morphismus hier an der Seite, der ist Fmap G. Fmap von G. Und das Diagramm hier kommutiert. So, und damit haben wir dieses G gefunden und schauen uns mal an, wonach wo das G liegt. G geht von A nach F von A. Das heißt, das ist genau unser Kandidat für die Umkehrfunktion. So dürfen wir das schreiben, das G? Genau, das G wird uns geschenkt von der Annahme, dass F von A nach A die initiale Algebra ist. Ich wiederhole das nochmal. Das ist die initiale Algebra. Das ist irgendeine dahergelaufene Algebra. Was hat initial bedeutet? Initial hat bedeutet, zu jeder x-beliebigen Algebra, wie der da unten, gibt es genau eine Funktion nach unten, ein Algebrenmorphismus. Das heißt, genau so ein G, sodass das Diagramm was durch die Initialität. Das G war genau der Katamorphismus. Das ist hier Kata zu dem Teil da unten. Wenn wir das kurz H nennen, dann ist das hier ist das G, was uns geschenkt wurde, Kata H.
Also das da oben wäre nicht die initiale Algebra, wenn sie nicht die Eigenschaft hätte, dass zu jeder anderen Algebra exakt ein Morphismus hier existiert. Wieder zu der Algebra. Zu der anderen Algebra hin. Aus der initialen in die andere. Hier ist es zufälligerweise so, dass die andere Algebra auch was wieder mit A zu tun hatte. Das war in den Beispielen in der Präsentation nicht so. Ja, der ganze obere Teil, das ist die initiale Algebra. Und der ganze untere Teil, das ist die andere Algebra. Und woher wissen wir das von, achso, von FA nach FFA wissen wir durch FMAP G. Einfach durch FMAP G, genau. Mhm. Genau. Ja. Ja. Okay. Wir sind damit zur Hälfte fertig mit dem Beweis, und die andere Hälfte will ich jetzt auch nicht machen. Wir sind zur Hälfte fertig, weil wir haben es geschafft, den Kandidat für die Umkehrfunktion zu finden. Left ist ein Exercise. Genau. Was wir jetzt noch nachweisen müssen, ist, dass G Kringel Alpha und Alpha Kringel G wirklich jeweils Identität sind. Und das will ich jetzt nicht mehr machen, weil dann wird das Diagramm ein bisschen größer und man muss sich so ein bisschen konzentrieren, aber es ist eine sehr, sehr schöne Übungsaufgabe. Außerdem könnt ihr dann eben mitmachen bei diesem tollen Wettbewerb. Schaut mal, ob ihr es unter 5 Morphismen schafft. Also das heißt, ihr müsstet jetzt schon fertig sein irgendwie. Das heißt, man müsste sehr genau einfach hinschauen, um zu sehen, dass man fertig ist. Ich gebe nur einen kleinen Tipp, womit es noch irgendwie laufen könnte. Nämlich, dass da oben war ja die initiale Algebra. Und das hat bedeutet, dass es zu jedem anderen Algebra exakt einen Morphismus gibt. Von der initialen in die andere. Wir haben bisher ausgenutzt, dass es mindestens einen Morphismus gibt. Daher konnten wir das G hier definieren. Wir haben aber noch nicht ausgenutzt, dass es höchstens einen Sohn gibt. Dass es halt wirklich genau einen gibt. Und wenn man sich jetzt eben ein bisschen clever anstellt und noch weitere Diagramme, Sachen hier in dem Diagramm dazu malt, dann kann man diese Eindeutigkeit verwenden. Und die Eindeutigkeit wird uns dann garantieren, dass G Kringel Alpha und Alpha Kringel G beides Mal nicht irgendwelche Funktionen sind, sondern jeweils die Identitätsfunktionen sind. Und damit sind wir dann fertig. Das wäre auch eine sehr schöne Übungsaufgabe, das dann in Isabel wirklich zu machen. Da hat man Spaß, da kriegt man Feedback und man kann es dann präsentieren. Ja? Also würde ich allen raten, die das irgendwie witzig fanden mit dem Diagramm. Kann es sein, dass die untere Zeile dann auch eine initiale F-Algebra ist? Das kommt dann raus, ja, richtig, genau. Und man weiß ja, dass zwei initiale Objekte in der Kategorie immer isomorph sind. Eindeutig isomorph sogar, genau, richtig, ja. Und genau. Genau. Würde man den Kandidat weit ausnutzen. Das ist eine Möglichkeit, den zu führen. Genau. Ja. Einen darf man dazu malen, wenn man 5 haben darf, oder? Genau. Ja, du darfst auch gerne erstmal 7 haben oder sowas. Ja. Wenn du erstmal überhaupt einen Beweis hast, dann versuchst du ihn zu trimmen natürlich. Aber mach's ruhig erstmal mit 7 und 8 Morphismen. Es ist ja auch oft so, dass der minimale Beweis nicht unbedingt der verständlichste. Nein. Nee, genau. Nee. Das war wirklich einfach so ein Wettbewerb. Es gab wirklich einen Wettbewerb auf der Kategorientheorie-Mailingliste. Und da hat halt jemand eine Lösung mit 7 Morphismen, dann mit 6 und hat sich halt so reingesteigert. Ne? Wie viele Menschen sind auf der Kategorie? Das ist lustig, dass du sowas überhaupt aber gut. Ich würde schätzen 1000 oder so. 1000, okay. Gibt ja viele, gibt es keinen gescheiten Diagrammeditor bis heute. Es gibt bis heute keinen gescheiten Diagrammeditor, ja. Dann merkt man, dass es nicht Programmierer sind unbedingt. Es ist trivial, es ist Übung. Ja, also es gibt ja in TextMax schon so ein Ding für Bäume, da macht man Backslash Tree und dann ja. Kommt sowas und ich glaube, das sind nur ein paar hundert Zeilen Lisp-Code oder so. Ja. Das mit den Bäumen in TextMax ist auch ziemlich cool. Aber es sind halt noch nicht Kompetitivität. Ja, nicht, ja. Genau. So, jetzt wollen wir noch kurz über Co-Algebren reden, damit wir über Co-Daten reden können. Hier war nochmal die Definition von Algebra. Die Definition von einer Co-Algebra kriegen wir dann geschenkt. Wir müssen nur alle Morphismen umdrehen von der Richtung her. Ja? Das heißt, wenn. Genau, es gibt nur einen, den müssen wir umdrehen. Wenn vorher der Morphismus von f von a nach a ging, geht er halt jetzt von a nach f von a. Das heißt, rein kategoriell passiert überhaupt nichts Krasses beim Übergang von Algebren zu Co-Algebren. Dieser Morphismus ist halt umgedreht. Aber das hat wahnsinnige Implikationen für das Verständnis, was da passiert. Das ist recht oft so. Das duale Konzept kann man zwar sehr leicht definieren in der Kategorientheorie, aber dann die Konsequenzen daraus abzulesen, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Und wenn ihr jetzt jemand sagen würde, dass Co-Daten langweilig sind, weil die sind genau das Duale von Daten, dann hat er noch was nicht richtig verstanden. Weil das Konzept ist zwar genau das Duale, stimmt, und es ist gut zu erkennen, aber die Theorie nimmt dann ganz andere Formen an. Langweilig. Zum Beispiel. Aber
Geht. Nur, weil die anderen schon langweilig waren. Wie kann man, die besonderen Algebren waren die initialen Algebren. Die besonderen Koalgebren sind die terminalen Koalgebren. Terminal heißt, dass es zu jeder anderen Koalgebra exakt einen Morphismus in die terminale Koalgebra gibt. Geliefert von dieser Funktion Anna für Anamorphismus. Ja? Von jeder anderen Koalgebra in die terminale Koalgebra. Das ist genau andersrum wie gerade eben. Bei der initialen Algebra war es so, dass es von der initialen Algebra in jede andere ging. Jetzt haben wir die Richtung gewechselt. Übungsaufgabe für die Leute, die Spaß daran haben. Überlegt euch, warum terminale Algebren und initiale Koalgebren, also genau vertauscht, warum das jeweils super langweilige Konzepte sind. Warum die niemals in der Literatur untersucht werden. Jetzt ist die Frage, so wie man initiale Algebren konstruiert hat, auf der letzten Folie, kann man denn auch terminale Koalgebren konstruieren? Antwort ist, ja, das hängt wieder von den Fähigkeiten der Programmiersprache ab, aber in Haskell geht's. In Haskell geht's so. Und diesmal müssen wir sogar keine soziale Konvention fordern. Das ist hier wirklich das, was, wenn wir das hinschreiben, dann definieren wir in Wahrheit einen Co-Datentyp. Die Definition ist genauso wie die von Mu vorhin. Genau wie die von Mu vorhin. Nur, dass die von Mu vorhin den sozialen Vertrag noch dazu hatte, okay, den wir nicht abbilden konnten in Haskell. Und das hier schon. Ja, weil Haskell-Datentyp unendlich sind. Eben. Was hat das mit der Unendlichkeit zu tun? Das ist genau, genau. Von der Intuition her, von dem Anna, oder was bedeutet das Wort Anna im Griechischen eigentlich? Also das ist irgendwie so ein Produkt. Man beobachtet doch da immer was, gell? Also das A genau. Beobachtet den F und A. Genau. Ein ja, und zwar sage ich das, glaube ich, auf der nächsten Folie. Nämlich hier. Okay. Ja. Das ist eine Folie, die ist sehr kurz, aber die hat es in sich und man könnte das Stunden allein mit dieser Folie verbringen. Ja? Werden wir aber nicht machen. Wir müssen nochmal die grundlegenden Mottos zusammenfassen von Daten und von Codaten. Und da können wir dann gut den Unterschied zwischen den beiden herausarbeiten. So, das Wesentliche von Daten, also Daten meine ich Algebren, waren ja, dass sie von dieser Form waren, f von a nach a. Und mit so einer Funktion kann man halt Werte konstruieren, Werte von a konstruieren, weil es kommen Werte von a raus, wenn man sowas reinsteckt. Bei den Koalgebren ist es anders. Die Funktion, um die es da geht, die verläuft in die andere Richtung. Ich kann also mit Hilfe, weil wenn ich so eine Koalgebra habe, dann kann ich keine Werte der Koalgebra konstruieren. Stattdessen kann ich, wenn ich schon einen Wert der Koalgebra habe und ihn hier reinstecke, dann kann ich eine Beobachtung über den Wert treffen, eine Beobachtung ziehen, weil ich kriege hier was raus. Das, was ich hier rauskriege, das ist quasi der Typ der Beobachtung, die ich über A anstellen kann, über so einen Wert von A anstellen kann. Lasst uns das mal in einem Beispiel verstehen, im Beispiel von Listen, da ist das alles anschaulich. Wie sähe das hier oben aus? Da wäre das zum Beispiel die Fähigkeit, aus dem Wunsch, dass ich jetzt eine leere Liste produziere, eine leere Liste zu bekommen. Oder es wäre aus dem Wunsch, wenn ich schon eine Liste habe und ein neues Element habe, dann könnte ich den Wunsch bilden, dass ich das Element vorne dran klatsche. Und wenn ich die Beschreibung dieses Wunsches, was ein Wert von f von a ist, in diese Algebra stecke, kommt raus wirklich die zusammengefügte Liste. Also da habe ich neue Werte konstruiert. Hier dagegen können wir beobachten. Wir tun eine Liste rein und dann kriegen wir die Beobachtung raus, ob sie leer war oder ob sie eine Konstzelle war. Und im letzteren Fall kriegen wir sogar nochmal mitgeliefert den Rest der Liste, über den wir dann wieder Beobachtungen anstellen können. Das kann man in Haskell sehr leicht vermischen und diesmal ist es nicht die Schuld von Haskell, sondern die Schuld von Lambecks Lemma. Bei einer initialen Algebra haben wir gerade gesehen, ist das dann ein Isomorphismus. Genauso bei einer terminalen Koalgebra, da ist auch das da dann ein Isomorphismus. Das heißt, immer wenn man eine initiale Algebra hat, wie zum Beispiel den Datentyp der endlichen Listen, kann man aus ihm eine Koalgebra machen. Das wird dann nicht die terminale Koalgebra sein, sondern irgendeine, aber man kann eine Koalgebra daraus machen, indem man einfach den Morphismus umkehrt. Das heißt, obwohl zum Beispiel endliche Listen eigentlich so etwas sind, was man konstruiert, von unten ab konstruiert. Man hat die leere Liste und dann fügt man immer ein Element dazu. Das ist von unten so ein Bottom-up-Ding. Ja? Obwohl man eigentlich konstruiert und obwohl das eigentlich Algebren sind, können wir auch beobachten darüber. Und bei Codaten ist es genau andersrum.
das Fundamentale bei Codaten ist, dass wir Beobachtungen treffen können. Wir tun den Wert von A rein, kriegen eine Beobachtung über den Wert raus. Ich soll vielleicht sagen, was der absolute Standard, das absolute Standardbeispiel für einen Codatentyp ist. Das wäre, dass wir denselben Funktor F nehmen, wie wir die ganze Zeit in den Folien hatten, und jetzt davon nicht seine Initialalgebra, sondern seine terminale Koalgebra bestimmen. Da kommt raus der Typ der Streams von Ints. Und zwar Streams, die endlich lang sein können, also endlich Listen sein können, oder aber, und das ist das neue Interessante, auch unendlich lang sein können. Streams, die nie aufhören. Solche Streams kann man nicht konstruieren. Über solche Streams kann man zunächst mal, oder das ist das Fundamentale über Streams, man kann Beobachtungen über sie stellen. Stream kommt rein und es wird uns gesagt, ob er jetzt schon leer ist, aufgebraucht ist, oder ob er mit einem Element beginnt und dann irgendwie weitergeht. Und der spezielle Typ ist dann der mit dem Milch und Honig von dem Stream. Was? Der speziellste ist dann der Stream mit Milch und Honig drin, der nie aufhört. Egal. Ich glaube, das war ein Witz, der zu ein wenig nerdig war oder sowas. Oder welches Nerdtum muss man sein, um den Witz zu verstehen? Keine Ahnung, Katholizismus Level 40 oder so. Ah, Katholizismus Level 40, das habe ich leider noch nicht erreicht. Also für mich war immer die Intuition, also dieses A ist so eine Blackbox oder das ist so ein Automat oder so ein Prozess. Du kannst immer in einem Schritt fragen, ja, was bist du? Da kommt genau. Das nächste, der spuckt das als nächstes aus. Und das kannst du beliebig oft machen. Genau. Das heißt, du kannst unendlich lange beobachten, was bist du? Und dein Prozess, der sagt, oder das ist wie bei Dilbert, der sagt immer 9, 9, 9, 9. Dieser random Prozess von, also der immer das Gleiche sagt, ja. Der also immer so eine langweilige Flatline da. Und das kannst du halt unendlich oft machen. Das heißt, die Beobachtungen gesamt gesehen sind halt ein unendlicher Vorgang. Und der Unterschied bei Dilbert ist, dass er irgendwann auch mal was anders sagen könnte. Sonst wäre es kein Zufallsgenerator. Ja, also. Aber man kann dann, wenn man das sauber formalisiert, dann beweisen, eventuell, also man möchte dann beweisen, dass der zum Beispiel nie was anders sagt oder vielleicht mal eventuell was anders sagt oder so. Und dann wird es interessant, dass man also über Prozesse sprechen kann, mathematisch. Genau. Das ist eigentlich der ganze, zumindest für einen Informatiker ist das die Anwendung. Das haben wir jetzt allerdings auch noch nicht thematisiert, nämlich wie beweise ich Eigenschaften von Sachen. Hier oben, wenn man was durch Rekursion definiert, beweist man dann Aussagen darüber durch Induktion. Nämlich erstmal zeigt man, dass es für die leere Liste oder so passt oder für den leeren Baum und dann zeigt man unter der Annahme, dass es für die Subbäume oder sowas passt, dass auch fürs Zusammengesetzte passt. Wenn man etwas hier über Anamorphismen beweist, verwendet man Co-Induktion. Das ist aber nicht eine Hütter'sche Induktion, oder? Nein, ist was wirklich anderes. Ja. Also das ist Co-Induktion und das ist dann co-intuitiv. Genau. Da gibt es so Standardwitze, so Co-Witze. Ja, die ich super lustig finde. Aber man muss das eigentlich immer, wir sollten dann doch irgendwann, das machen wir dann nicht mal, aber zweimal in der Beste Beweise wirklich machen. Und das schafft man halt, wenn man das dreimal gemacht hat, hat man die Co-Intuition, wie das funktioniert. Ja. Und dann ist das eigentlich genauso einfach wie das sollte man machen. Das duale Konzept eigentlich. Genau. Naja, es ist ja, aber das auf den Händen laufen, ist, wenn er steht immer noch so auf seinen Füßen, genau. Muss auf den Händen gehen. Ja. Es ist ein guter Vergleich. Es ist nur das duale Konzept, ja. Aber das nur muss man halt streichen, weil. Hier nochmal ganz kurz, Cutter, ja? Wenn man eine Algebra hat, kommt die fertige rekursive Funktion raus. Die startet in der initialen Algebra. Jeder Wert von der initialen Algebra ist so eine endliche Sache, endliche Baum, endliche Liste. Schaut da jeweils rein, rekursiv wird das Verästelte aufgerufen und zum Schluss ein Ergebnis zurückgeliefert. Und hier bei den Anamorphismen ist es genau dual. Man startet mit so einem initialen Zustand A zum Beispiel. Man steckt den immer wieder hier in die Co-Algebra rein und kriegt so immer wieder Ergebnisse und die bauen wir zusammen zu einem Wert hiervon. Niemand garantiert, dass der Wert, der daraus kommt, unendlich ist. Der kann auch unendlich sein. Und das zeigt uns, dass eben das Nü F, der größte Fixpunkt, die terminale Co-Algebra auch unendliche Daten enthalten kann. Das steht dann also auch hier unten. Das ist so der vollständige Beobachtungsprozess von allem, was da sein kann. Genau. Das kann man sich sozusagen so ad limitum dann so vorstellen. Richtig. Ja. Und damit sehen wir auch, dass die Einstiegsfolie berechtigt war. Wir haben angefangen mit Fixpunktgleichungen. Und die haben wir hier auch, das hätte ich eben schon sagen können, weil Lambecks Lemma garantiert gerade, dass eine initiale Algebra oder dual eine terminale Koalgebra eine Lösung von dieser Fixpunktgleichung ist. Weil eben bei einer initialen Algebra ist f von a isomorph zu a, Vermöge der Abbildung.
Und bei einer terminalen Koalgebra, da ist auch f von a zu a isomorph, eben Vermöge dieser Sache. Und man, wenn man ein bisschen weiter sieht, sieht man eben, dass eine initiale Algebra dann wirklich die Verallgemeinerung vom kleinsten Fixpunkt ist und die terminale Koalgebra ist die Verallgemeinerung vom größten Fixpunkt. Und jetzt kann es noch andere Fixpunkte geben, aber die haben quasi keine besondere Rolle. Ja? Interessant ist der kleinste und der größte, die initiale Algebra und die terminale Koalgebra. Heißt es, dass der kleinste Fixpunkt endlich sein muss? Genau. Größte sein kann, aber nicht muss. Genau, nur ein kleines bisschen vorsichtig formuliert. Die Werte vom kleinsten Fixpunkt sind jeweils endlich. Naja, weil zum Beispiel der Signatur endlich ist, ist das eigentlich kategoriell möglich? Oder ich könnte ja da irgendwie infinitäre Tupel reinstecken und dann also sich in die verzweigenden Bauten. Ja, relativ quasi zur Signatur alles. Aber das kann man da auch formulieren. Ja, Frame, genau. So, also dann ist halt der Funktor komplizierter. Also du hattest dein Konz ja nur mit zwei genau. Slots. Da könnten jetzt auch sehr unendlich viele Slots sein. Ja. Ja, also sehr große Werte. Genau, es ist kein Problem. Bei dem Beispiel mit x Quadrat war da 0 der kleinste und 1 der größte, oder? Ja, genau. Weil du meinst gerade die Werte. Genau, weil wir noch so einen Levelsprung drin hatten. Also im allerersten Beispiel, ich gehe da nochmal zurück, ja? So, da war das wirklich eine Fixpunktgleichung und das, wo wir gesucht haben, das x, das waren Zahlen. Und dann gab es halt eine kleinste Lösung von der Gleichung und eine größte Lösung von der Gleichung. Kein Stress. Jetzt haben wir einen Funktor, der über viele Typen. Genau. Jetzt haben wir sowas nochmal, aber mit Großbuchstaben und dann ist f keine Funktion von r nach r, sondern ein Funktor. Und links und rechts stehen Datentypen. Okay? So, und jetzt kann man sich fragen, ob die Werte von diesem Datentyp x, der hier rauskommt, ob die jeweils endlich sind oder nicht. Und dann ist die Antwort, je nachdem unterschiedlich, ob man jetzt den kleinsten oder den größten Fixpunkt anschaut, also ob man die initiale Algebra oder die terminale Koalgebra anschaut. Denn, machen wir es im konkreten Beispiel, da ist es völlig klar, die initiale Algebra für den Funktor, den wir die ganze Zeit hatten, war der Datentyp der endlichen Listen. Da ist jeder Wert von endlich, weil er eine endliche Liste ist. Aber die terminale Koalgebra von dem Funktor, den wir die ganze Zeit hatten, das war der Datentyp der beliebig langen Listen, also endlich oder unendlich. Jetzt sind die Werte von dem Fixpunkt-Typen. Eben. Genau, also ja. Das x hier, genau, sind jetzt Typen. Und ob der Typ selbst endlich oder unendlich ist, das ist eine ganz andere Frage und auch eine viel langweiligere Frage, weil die Antwort lautet fast immer, er ist unendlich. Denn es gibt unendlich viele endliche Listen. Und es gibt auch unendlich viele beliebig lange Listen. Da gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden. Deswegen ist es quasi eine langweilige Frage. Interessant wird es wieder, wenn man sich die einzelnen Werte von dem x anschaut, was man hier nicht machen konnte, weil x war hier kein Datentyp damals. X war einfach eine Zahl. Eine Zahl hat keine Werte. Eine Zahl ist einfach. Außer man redet über hardware-nahe Typen, da ist es dann. Klar, genau, genau. Also dein Int-Typ zum Beispiel war ja hardware-nah. Das ist ja ein genau. Dass da unten schreit so nach Banaschem Fixpunktsatz, dieses Bild. Gibt es denn da eine kategorielle Version davon? Gibt es, genau. Und die Version ist dann viel schöner in der Kategorientheorie, weil die sagt, es müssen nur folgende ganz schwache allgemeine Voraussetzungen erfüllt sein. Und dann hat jeder Funktor eine initiale Algebra und jeder Funktor hat eine terminale Koalgebra. Zum Beispiel in der Kategorie der Mengen ist es erfüllt oder in der Kategorie Husk ist es erfüllt. Und der Beweis ist eben gerade, also zumindest für die Co-Sachen, weil man es hinschreiben kann. Ja? Ist das der gleiche Beweis? Ich weiß nicht, wer die das bewiesen hat. Im ersten Semester war schon Fixpunkt. Nein, ist nicht der gleiche Beweis. Also die Idee dahinter ist irgendwie... Das zeige ich dann vielleicht gerade noch. Die Kategorie hast du nicht so definiert, dass man es hinschreiben kann? Ja, genau. Das ist so ein bisschen quasi nichts Besonderes. Und dann, gerade so hat man es gemacht, weil man rekursive Datentypen haben wollte. Wenn man hinschreiben kann, dann ist es in der Kategorie hast. Ja, genau. Und man sollte es vielleicht noch ein bisschen präzisieren. Ich weiß nicht, wie klar das ist. Ich meine, wenn ich jetzt wirklich Haskell programmiere, ja, wirklich im Computer, dann habe ich ja Bytes und Assembler-Code und so. Dann habe ich keine Kategorien. Die Kategorien kommen erst dann ins Spiel, wenn man darüber nachdenkt, über die Haskell-Programme. Wenn man zum Beispiel einen Typ Integer hat, dann hat man ja irgendeine Vorstellung davon. Und man hat die Vorstellung davon, dass das wirklich die Menge der Ganzzahlen ist. In weit nicht Menge, sondern Domäne, weil wir mit Bottoms arbeiten können. Okay, und wenn man jetzt so eine rekursive Datentyp-Definition hat, muss man sich halt fragen, hey, welche Domäne soll das sein? Welche Menge soll das sein? Und die Antwort wird dann gegeben durch die terminale Koalgebra.
Aber und, wir haben immer noch so eine kognitive Dissonanz, wir reden hier über Mathematik. Ja. Und dann kommt immer Haskell. Ja. Du sagst am Ende noch was über Domain-Theorie, ja. Machst kurz. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Und das ist ja eigentlich doch ein bisschen was anderes. Da bin ja, ich ja. Sehr gespannt drauf, was du drüber sagst. Ja, schon mal. Man erzählt dir eine Story, die ist sehr schön. Ja. Und die kannst du in Isabel Wohl zum Beispiel dann auch. Richtig, machen. Genau. Aber Haskell ist nochmal was ganz was anderes. Ja, ja, genau. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Okay, ja, schau mal, was ich dazu sagen. Xaver hat gerade eine Anmerkung. Genau. Wie ist es zum Beispiel jetzt in abgeschriebenen Sprachen? Ja. Ist es immer noch so? Also mir jetzt statt Task irgendwie. Ja. Die Kategorie von ACTA oder so nehmen, ja, oder Idris. Ja, genau. Also das ja. Hat keine Verbindung jetzt zu. Nee, das ist nichts, was mit Abhängen oder Unabhängen an. Ja. Also jetzt war hier gerade noch die Folie, die wir vorhin auch übersprungen hatten. Ich werde jetzt nicht im Detail erklären, auch weil wir noch andere Vorträge heute haben, aber ganz grob, weil die Frage von Makarius kam, der hat sich daran erinnert, dass man in der Analysis 1 den Banachschen Fixpunktsatz beweist. Der Banachsche Fixpunktsatz sagt aus, wenn dann hat die und die Gleichung einen Fixpunkt. Also dann hat so eine Fixpunktgleichung eine Lösung. Und wie funktioniert dieser Beweis? Der funktioniert so, dass man mit irgendeiner Möchtegern-Lösung anfängt. Das ist in der Analysis einfach eine Zahl. Und dann tut man die Funktion, diese x gleich f von x, da tut man die Funktion f auf die Zahl anwenden, kriegt eine neue Zahl raus. Und dann tut man auf das Ergebnis wieder f anwenden und wieder und wieder und wieder und so kriegt man eine Folge von Zahlen. Und von dieser Folge von Zahlen nimmt man den Grenzwert. Und man muss nochmal ein bisschen Mühe investieren, um zu zeigen, dass der Grenzwert wirklich existiert, weil nicht jede Folge hat einen Grenzwert. Folgen können auch zittern. Ja? Und okay, insofern ist es eigentlich schon exakt die gleiche Idee in der Kategorientheorie, um zu beweisen, dass initiale Algebren existieren. Man verwendet genau dasselbe Verfahren, nur eine Stufe höher. Statt irgendwie einer beliebigen Anfangslösung verwende ich so einen beliebigen Anfangstyp. Hier der leere Typ, der initiale Typ, der gar nichts enthält. Void. Und dann wenden wir f drauf an und f drauf an und wieder und wieder und wieder und so kriegen wir immer größere Typen. Bei unserem Beispielfunktor f, den wir die ganze Zeit hatten, wäre das hier der Typ der Listen der Länge höchstens 1. Das wäre der Typ der Listen Länge höchstens 2, höchstens 3, höchstens 4 und so weiter. Und über all diese Typen nehmen wir jetzt den Kolimes. Weil all diese Typen sind jeweils Approximationen an irgendwie ein großes Ganzes, was wir uns wünschen würden. Und dieses große Ganze kriegen wir halt, indem wir kategoriell den Kolimes bilden. Und wenn wir jetzt den anderen Fixpunkt haben wollen, die terminale Koalgebra, dann würde ich das Diagramm umdrehen, die Pfeile, und Limes statt Kolimes nehmen. Führt so ein bisschen zu weit, weil wir noch keinen Vortrag über Kolimiten und Limiten hatten. Ne? Aber ich glaube, die oberflächliche Ähnlichkeit zum Banach-Beweis ist vorhanden. Immer wieder das F anwenden. Also ich werde nachher aus dem Keller meine Analysis 1 vorlesen, was kam auch ja. Oft das wirklich so bewiesen hat. Der hat das so bewiesen, ja. Die muss ich noch formalisieren. Also ja. Das habe ich mir da. So, letzte Folie. Kleiner Ausblick. So, jetzt mal schauen, was ich zu den Domänen sagen werde. Ja? Also was wir eben in Wahrheit gemacht haben, war Mathematik. Das heißt, wir haben mit der Kategorie der Mengen gearbeitet. Wir haben aber das Anschauen verstanden, indem wir das immer mit Haskell-Code demonstriert hatten. Das ist eben, dieser tolle Trick, dass man Mathe machen kann, aber man tut es halt, man merkt es nicht, ja, weil man programmiert Haskell. Ja? So. Könnte man das auch mit Perl 6 machen? Vieles davon kann man auch mit Perl 6 machen, aber es würde sich nicht so super gut dazu eignen, weil in Haskell kann ich halt einen Datentyp definieren in einer Zeile und es ist gang und gäbe, dass ich es mache. In Perl 6 oder auch Perl 5, ist egal in der Hinsicht, ist es schon noch so eine Sache, dass man einen Datentyp definiert. Man sagt so, jetzt definiere ich einen Datentyp. Ja? Aber in Haskell definierst du einfach Datentypen, ohne so eine Pause zu machen davor. Ja? Also du musst ja viel soziale Kontakte um das Perl oder das genau. Drumherum machen. Ja, genau. Aber muss man zum Teil ja in Haskell auch. Also, mhm. Ne? Okay. Man kann das Ganze jetzt aber wirklich übertragen, wenn man jetzt wirklich Haskell machen würde. Ja? Dann darf man halt nicht in der Kategorie der Mengen arbeiten, sondern in der Kategorie Husk. Man sagt immer, das ist die Kategorie der Haskell-Typen und Haskell-Funktionen zwischen den Haskell-Typen. Das ist aber ein bisschen umgangssprachlich und die spezifische Bedeutung wäre, dass es die Kategorie der Domänen wäre. Und weil es jetzt gerade gefragt wurde, machen wir dazu vielleicht nochmal eine Skizze, was eine Domäne ist. So. Und zum Beispiel kennt ihr alle den Datentyp der natürlichen Zahlen oder die Menge der natürlichen Zahlen. Die Menge der natürlichen Zahlen sieht so aus.
0, 1, 2, 3 und so weiter. Das ist aber nicht die Domäne der natürlichen Zahlen. Die Domäne der natürlichen Zahlen hat noch ein Zusatzelement, nämlich Bottom. Und Bottom ist in einem gewissen Sinne kleiner gleich wie all die Elemente dort. Also undefined in Haskell. Genau, genau, das ist undefined in Haskell. Also es bildet eine, wie nennt sich das? Partialordnung. Domänen flache, sind... Eine flache Ordnung. Flat. Das ist ein Bottom und dann sind die anderen alle diskret. Genau, diese jetzt. Aber ich werde gleich ein zweites Beispiel machen, was nicht flat ist. Genau. Aber wenn du einen diskreten Raum hast, die Zahlen an sich, jede für sich ist voll definiert. Du weißt, genau, was 42 ist, was 43 ist und genau, so weiter. Und du hast nur ein undefined unten drunter. Genau. Das ist flat. Das ist das Bild für eine flat Domain. Genau. Ja. Das ist, also das ist jetzt der Datentyp wirklich, diesmal wirklich der Datentyp ohne Cheats, der Datentyp NAT in Haskell, ja? Das ist die eine Skizze der Domäne NAT. Ich zeichne einen Pfeil von unten, mach ich gleich, von unten nach oben. Wenn der untere Wert kleiner gleich ist wie der obere, kleiner gleich hat aber überhaupt nichts mit der Anordnung der natürlichen Zahlen zu tun, der nach 3 kleiner ist wie 7, sondern das ist die Anordnung der Definiertheit. Bottom ist weniger stark definiert als 0. Weil 0 ist wirklich definiert. 0 ist ein Endergebnis. Bottom ist kein Endergebnis, Bottom ist ein Fehler. Ne? Okay, und ich nehme an, Makarios hat gerade ein bisschen gezittert, weil in Haskell hätte ich halt, je nachdem wie ich das NAT definiere, schon auch wieder so einen Wert unendlich. Ja, ja, genau, also damit meine ich die initiale Algebra. Und da willst du nicht machen, das ist alles Full CF in dieser Welt, das kann man sich da schön anschauen. Ja. Als Informatiker muss man das sehen, damit man es versteht. Wenn da ein Mathematiker steht, der so rumkritzelt, dann zuckt man mit dem Schultern. Ja. Wir haben sehr, sehr viel in diskrete Strukturen und das kommt irgendwie alles bekannt vor, so ein wenig. Ja. Habt ihr da flache Ordnungen gehabt? Ja, wir hatten Halbordnungen und Striktordnungen. Naja, aber das ist aber ja, Domänen noch nicht. Das sind ja nur die Namen für bestimmte Strukturen. Das ist eine ganz besondere Ordnung, wo ich sage, es ist entweder völlig undefiniert oder es sind diskret definierte Punkte, die alle voneinander verschieden sind. Ja. Ich kann ja die 1 nicht in die 2 überführen, indem ich sie genauer mache. Die sind halt nicht diskret schon festgelegt. Wir hatten noch Verbände und Halbverbände. Ja, aber das ist die Mathematik, die ihr vorhin gezeigt hat. Jetzt kommt diese Scottsdale Domain-Mathematik. Genau. Aber da machen wir mal weiter. Ich glaube, es hilft, das ist völlig okay, aber ich glaube, es hilft, wenn wir noch ein zweites Beispiel sehen, ein komplizierteres Beispiel. Nämlich, wir skizzieren folgende Domäne. Maybe bool. Maybe bool. Ja, könnte man jetzt ja eigentlich dieses Textwerkzeug. Zählen wir mal alle Werte von maybe bool auf und sind wir wirklich ehrlich. Ja? So, dann gibt es nämlich bottom. Genau. Bisschen definierter wäre nothing. So, nothing. So. Es gäbe auch ein just. Ein just von irgendwas. Und dann genau, aber vorher ein just von bottom. Bottom, richtig. Ja? So. Das sind schon mal 3 Werte, die wir haben. Das wäre ein Programm, was einfach sofort in eine Endlosschleife gerät. Das wäre ein Programm, was nicht in eine Endlosschleife gerät, sondern nothing zurückgibt. Völlig okay. Das wäre ein Programm, was so semi in eine Endlosschleife gerät. Weil einfach so Inhalt. Genau, es produziert noch auf jeden Fall ein Just. Aber beim Versuch dann rauszufinden, Just von was denn, da gerät es in eine Endlosschleife. Und jetzt gibt es halt hier dann nochmal 2 drüber, nämlich Just von False, Just F, ja, False und Just von True. So, und das sind jetzt wirklich alle Werte vom Typ Maybe Bool. Und das ist also eine Domäne, die so ein bisschen interessanter aussieht. Das ist keine flache Domäne mehr, ne, weil wir hier mehrere Stufen haben. Das nutzt, also wenn man den Propagators Talk von Edward Kmet anschaut, dann nutzt der das, um propagierende Datentypen quasi zu implementieren, dass die halt immer nur feuern, wenn man quasi einen genaueren Wert haben will. Ja, genau. Genau, so kann man das verwenden. Ja. Also die Ordnung gibt an, wie genau man da rein. Dann, genau. Dann hängt man da ewig fest sozusagen. Ja, genau. Ja, meine Frage war genau, was diese Ordnung in dem Ordnungsdiagramm bedeutet. Ja, die Ordnung sagt, ist definierter als. Just true ist definierter als just bottom und just bottom ist definierter als bottom. Ja? Und jede Domäne bringt halt ihr eigenes Konzept von ist definierter als mit. Wenn du oben noch einen Top dran machst, dann bedeutet das quasi, es könnte das eine oder das andere sein.
Zumindest bei den Propagatoren. Okay, genau, aber das... Und das nutzt er aber nicht, weil es macht keinen Sinn mehr, weil dann hat man keinen eindeutigen Wert. Genau, mehr. Genau, das haben wir jetzt hier nicht. Ja. Und also was ist der Sinn von diesen ganzen Domänen? Der Sinn ist folgender. Wenn man eine Haskell-Funktion hinschreibt, wirklich einen Haskell-Code, dann möchte man diesem Haskell-Code eine Bedeutung zuweisen. Bedeutung heißt, dass man aus dieser Haskell-Funktion eine mathematische Funktion macht, die dann zwischen mathematischen Objekten abbildet und nicht zwischen Haskell-Typen. Wenn man das naiv macht, kriegt man aber ein Problem. Weil zum Beispiel, angenommen, man schreibt in Haskell eine Funktion hin von nat nach nat, dann gibt diese Funktion, Haskell-Funktion, nicht notwendigerweise wirklich eine mengentheoretische Abbildung von der Menge der natürlichen Zahlen, das sind nur die oben hier, in die Menge der natürlichen Zahlen. Denn diese Haskell-Funktion könnte ja eine Endlosschleife oder so produzieren. Aber dann kann ich, mathematisch gibt es nicht Endlosschleifen. Ne? Eine Funktion von n nach n in der Mathematik darf keine Endlosschleife haben. Die muss wirklich zu jeder natürlichen Zahl als Eingabe eine natürliche Zahl als Ausgabe produzieren. Und die Lösung ist halt, dass man sich von Mengen verabschiedet und zu Domänen geht. Eine Domäne enthält halt immer noch so künstliche Elemente wie dieses Bottom. Und sollte jetzt die Haskell-Funktion bei Eingabe vom Wert 3 zum Beispiel in eine Endlosschleife geraten, dann modellieren wir das mathematisch, indem wir sagen, na gut, dann produziert die Funktion als Endergebnis halt Bottom. Das ist quasi ein Trick, um nicht mehr zu sagen, sie hat eine Endlosschleife, sondern jetzt ist sie völlig definiert. Die Funktion an sich ist super, sie liefert halt so Kennwert. Undefined liefert, das ist eine total undefinierte Funktion. Ja, oder auch partiell undefinierte Funktion, beides kann man machen. Ne? Also die ist völlig undefiniert. Ja. Immer, das sind so Standard-Jokes, also wir hatten die Code-Jokes schon, jetzt kommen die Domain-Theory-Jokes. Alles klar, ja. Die völlig undefinierte Funktion. Ja. Und hier hängt das jetzt quasi mit dem Vortrag zusammen. Man kann sich halt überlegen, das ist eine der, also wenn man, es gibt eventuell noch andere Vorstellungen, die man haben kann, anstatt der Domänen. Andere Vorstellungen, die auch es unterstützen würden, dass sie so ein mathematischer Kunstgriff sind, um aus partiell definierten Funktionen, wie man sie in Haskell halt oft hat, überall definierte Funktionen zu machen. Aber die Kategorie der Domänen unterscheidet andere Entwürfe nochmal in einer besonderen Eigenschaft. Nämlich der, dass man zu jedem Endofunktor von der Kategorie der Domänen jeweils eine initiale Algebra und eine terminale Koalgebra bauen kann. Das ist das Besondere. Also Domänen sind abgeschlossen unter Typbildung, unter rekursiver Typbildung. Wir wollen halt nicht nur mit den 5 Domänen hantieren, die vielleicht irgendwie gegeben sind, sondern wir wollen neue Domänen konstruieren, indem wir rekursive Datentypdeklarationen vornehmen. Und die Kategorie der Domänen ist reichhaltig genug dafür. Das ist der Grund, warum man die in der theoretischen Informatik beim Thema der Semantik von Programmiersprachen immer verwendet. Das hat Dana Scott erfunden, oder? Ja, genau. 69. Genau. Dana Scott, 69. Dana Scott ist übrigens ein super cooler Typ. Ich habe das Papier gelesen und ich habe ihn live gesehen auf dem paripartitischen Seminar zu Gaum und Logik in Cambridge, dem 100. Wo ich vor kurzem war. Er hat das Papier gar nicht veröffentlicht. Das ist nur private Notiz. Genau, aber es ist coole Notiz. Hat die ganze Semantik von Programmiersprachen revolutioniert. Okay, und der zweite Punkt, den ich hier noch zeigen wollte, ich wollte euch zeigen, wie sehr wir eigentlich nur an der Oberfläche gekratzt haben. Wir haben jetzt nämlich gesehen, dass man also zu jedem Funktor so eine initiale Algebra definieren kann und auch eine terminale Koalgebra. Und wir haben gesehen, dass ganz, ganz viele Datentypen, mit denen man tagtäglich in Haskell zu tun hat, Beispiele für initiale Algebren oder terminale Koalgebren sind. Beispiel wäre der Datentyp der Listen oder Datentyp der Bäume oder Datentyp von allen möglichen so. Aber es gibt halt auch Datentypen, die sind nicht von dieser Form. Und ein Beispiel wäre dieser Datentyp hier. Das Problem ist nämlich, das ist wieder eine Rekursion über den Datentyp, seltsam. Aber seltsam kommt hier kontravariant vor. Wenn man versucht, aus der rechten Seite hier einen Funktor zu machen, dann klappt das nicht. Die Pfeile gehen genau in die falsche Richtung. Trotzdem kann ich in Haskell diesen Datentyp hinschreiben. Das heißt, momentan fehlt uns eine Theorie, um zu erklären, was dieser Datentyp eigentlich ist. Weil es passt nicht in das Framework von initialen Algebren und terminalen Koalgebren. Das ist ein Gegenbeispiel für Cantors Theorien. Genau. Das ist ein Gegenbeispiel für Cantors Theorien. Das so oft hatten in letzter Zeit. Genau. Also das eine ist sozusagen der Powerset da unten. Genau. Ja. Also in diesen Domänen gilt Cantors Theorien nicht. Genau. Was eine krasse Sache ist. Klingt auch erstmal paradox, aber wenn man es genau formuliert, gibt es keinen Widerspruch mehr und dann ist es einfach eine sehr, sehr interessante Tatsache. Es gibt zwar das tolle Paper, das eine Paper heißt
Polymorphismus ist mengentheoretisch und das andere Paper heißt, Polymorphismus ist nicht mengentheoretisch. Und die handeln genau von solchen Phänomenen dieser Art. Das ist kein Punkte, oder? Von Punkte. Genau, also eben war es so, das machen wir vielleicht... Er hat ja keine Typvariable. Genau, das machen wir vielleicht gerade nochmal ganz kurz in der Konsole, um das dann abzuschließen. Oh, KDE. Ja, weil ich hier das große Schrift haben will. Habe ich Alex-Terminal auch? Gut. So, also angenommen, wir definieren den Datentyp der Int-Listen, ja? Dann würden wir das vielleicht so machen. Nil oder cons int und intlist, ja? Und jetzt könnte man zunächst auch wieder reinrufen, hey, da fehlt doch eine Typvariable, das fällt doch gar nicht in das Framework, was wir gerade besprochen haben. Aber dem ist nicht so. Da ist nur die Rekursion schon ausgeführt. Wir können hieraus wieder den Funktor ablesen, indem wir die Rekursionsvariable hinten, also dieses intlist, wieder ersetzen durch A einfach. Ja? Und dann haben wir hier den Funktor und das Intlist könnten wir da definieren als den kleinsten Fixpunkt von diesem Funktor. So, und mit dem Datentyp seltsam könnten wir es genauso versuchen. Das war so. Dann könnten wir auch erstmal sagen, na gut, momentan steht keine Variable drin, aber das liegt nur an uns. Wir definieren den Funktor dafür. Und der Funktor wäre so, diesmal bräuchten wir gar keine Fälle, weil wir hier halt keine Fälle haben. Das wäre einfach irgendwie mkg von a nach bool. So würden wir das machen. Und dann würden wir sagen, dass der Typ seltsam halt der größte oder kleinste, ist mir egal, vielleicht der größte Fixpunkt von g ist. Aber es gibt halt ein Problem, nämlich dieses g, was wir hier definieren, ist kein Funktor. Während das hier schon einer ist. Ein bisschen konkreter. Hier ist es leicht, die Funktorinstanz anzugeben. Haben wir auch schon gemacht. Das geht so. War kein Problem. Und wenn wir das hier unten versuchen, dann merken wir, es gibt ein Problem. Und das ist aber quasi eine Erfahrung, die man machen muss. Ja? Ich schreibe also hier noch irgendwie mkg phi hin. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was das... Funktion von A nach Bool ist. Genau, also Phi, genau, ich schreibe es hin, die geht von A nach Bool, genau, danke. So, und das F hier, das F geht von A nach B, sagen wir, ja? Gut, und das Ergebnis, also das, was wir hier hinschreiben, das müsste Typ B nach Bool haben. Verpackt in ein MKG, ja. So, und das geht halt nicht, ja? Know your editor. Die Idee wäre irgendwie, dass man schreibt phi.f oder so, ja? Aber es geht halt gerade nicht auf. Ja, f startet ja bei A. Es müsste bei B starten. Ja. Und dann kann man halt jetzt noch 5 Minuten quasi drüber nachdenken, aber man merkt, dass man kriegt es nicht hin. Keine Ahnung, das geht nicht. Also die Haskell-Datentypen passen nicht in das Framework, was du vorhin genau erläutert hast. Genau, also nicht alle, sehr viele schon, aber nicht alle, genau. Aber es sollte gehen nach dem... Es geht in der Welt der Domänen, aber es passt halt nicht in das Framework von initialen Algebren oder terminalen Koalgebren. Das da ist weder eine initiale Algebra noch eine terminale Koalgebra. Genau. Das ist nochmal was anderes. Die erste Zeit des Vortrags war das so schön, eigentlich gelogen. Jetzt noch die ganze Wahrheit. Genau, also ich kenne mich da nicht mehr aus. Also der Vortrag war halt wirklich die Grundlagen davon. Ich weiß nur auch Folgendes. Es gibt keine vereinheitlichte Theorie für alle Arten von Datentypen. Es gibt jeweils Erweiterungen für bestimmte Formen, wie hier quasi die rechte Seite von der Deklaration das aussieht. Das wollte ich ja genau lernen. Also die Antwort kommt nicht. Das ist ein Cliffhanger. Nee, genau, die kommt nicht. Von 69 ist das nicht drin, gell? Das redet nur allgemein über Domain-Theorie. Ja, genau. Das ist irgendein ganz wichtiges Theorem von Scott und das ist bei uns irgendwo in AFB drin. Also ich kann das mal raussuchen, dann können wir beim nächsten Mal darüber sprechen. Mhm, gerne. Ja. Bei der Pizza oder so. Ja, ja. Kommt da nicht was Interessantes bei raus, wenn ich nicht... Anstatt ein Funktor, ein Kontravarianten-Funktor? Genau. Das ist mal die allererste Verallgemeinung, die man machen kann. Und die nächste Verallgemeinung, die man machen kann, ist ein Funktor, der Kovariant in der einen Variable und Kontravariant in der nächsten Variable ist. Co-Funktor?
Genau, ein Pro-Funktor. Und dann hat man schon mal viel gewonnen und kann viel abdecken. Aber man kann immer noch nicht alles abdecken. Man kann und muss die Theorie dann noch weiter verallgemeinern. Aber was ja auch so cool ist an der Scottschen, du hast keine Folien mehr zu. Nein, ich bin dann fertig. Der konstruiert ja da irgend so ein Universum U, was dann so bestimmte Abschlusseigenschaften hat. Ja. Und diese ganzen Intuitionen, die du bei all dieser Vortragsserie, also auch im Netz sieht man ja alle möglichen Talks zu diesem Thema, ja, kommt immer eine klassische mathematische Intuition, ja, die in Haskell in der Domain-Theorie ja gar nicht stimmt. Ja, ja, genau. Auch über die Kardinalitäten. Vor Weihnachten oder was hast du da über, genau, bevor der Cantor da auftauchte plötzlich, ja, hast du über diese, das waren diese kompakten Programme da, über, genau, Folgen. Ja. Und da waren Intuitionen, die in der Domain-Theorie gar nicht gelten. Ja. Das ist der Witz, weil die Kardinalität sowieso alles das Gleiche ist. Aber richtig, du kannst, genau, eben diesen Potenzmengenkonstruktion mit dem A wieder isomorph, genau, auflösen, weil das sowieso alles in sich geschlossen, ja, ist. Das, ja, Ganze. Genau. Ich will den letzten Satz nochmal betonen. Was wir gesehen haben, einmal informal durch mich und dann superformal, richtig cool in Isabel durch Makarios, ist, dass eine Menge X niemals isomorph sein kann zu ihrer Potenzmenge. Menge X, ja, ist niemals isomorph, gleichmächtig wie, zu ihrer Potenzmenge. X nach Boole. Genau. P von X oder halt Funktionen von X nach Boole. Ja? Gilt das auch für Klassen? Bei Klassen kannst du die Frage nicht stellen. Ah, okay. Aus dem Grund, den wir gleich diskutieren können. Aber ich will jetzt noch den zweiten Teil von Makarios nochmal hier betonen. Für Domänen ist es nämlich schon möglich. Ist X eine Domäne, so ist es durchaus möglich, im Allgemeinen immer noch falsch, aber es gibt jetzt Beispiele, wo es stimmt, so ist es durchaus möglich, dass P von X, was also der Datentyp X nach Boole ist, isomorph zu X ist. Und ein Beispiel für diesen Datentyp haben wir gerade gesehen, nämlich seltsam. Ja? Weil seltsam ist isomorph zum Typ der Funktionen von seltsam nach Boole. Ja, das heißt, einfach durch diese eine Zeile habe ich einen Cantor ausgehebelt, so gesehen. Der Witz ist natürlich, dass dieser Pfeil halt einfach was anderes, genau, ist. Genau, das ist der Punkt. Hier oben wird die Menge der mengentheoretischen Abbildung von X nach Boole konstruiert. Hier unten passiert was ganz anderes. Hier wird eine Domäne wieder konstruiert. Sowas wie die Domäne der Domänenabbildungen von X nach Boole. Das ist ein inneres HOM in der Kategorie. Und dieses innere HOM ist halt nicht den... Darauf bezieht sich der ursprüngliche Cantor-Beweis nicht. Wenn man den auch mal versucht nachzumachen, gerät man an eine Stelle, wo man dann auch nicht weiterkommt. Und das liegt eben auch daran, weil die Behauptung falsch ist bei Domänen, weil hier ist ein Beispiel. Ne? Und das ist ganz interessant, dass da quasi die klassischen Erwartungshaltungen verletzt werden in der Welt der Domänen. Gibt es weitere Fragen? Da hinten, ja? Jetzt die Kategorie Mengen. Kategorie der Domäne. Gibt es auch eine Kategorie der Klassen? Gibt es eine Kategorie von Klassen? Ja, wenn du dir Mühe gibst. Ist ein bisschen diffizil, deine Frage zu präzisieren. Und wenn man sie präzisiert hat, dann ist es ein bisschen diffizil, die Kategorie zu definieren. Aber ich sag mal ja. Ja. Aber es ist nicht so leicht. Okay. Ja, aber man kann das schon machen. Und es ist auch wichtig, dass man das macht. Weitere Fragen? Gut, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Okay. Dann gibt es kurze Umbaupause.